wird euch präsentiert von Magenta Sport. Hier sind wir an meinem Stein. Ich werde aus dem Stein die Energie für euch bündeln und in Form des Strahls übertragen. Nun werde ich die Energie auf dich übertragen. Empfang meinen Strahl. Empfangt ihr den Strahl? Ja, wir haben ihn empfangen. Danke, Rick. Meine Güte, wird das eine energiegeladene Show. Es kann gar nicht anders sein. Zum ersten Mal im Jahr 2023. Hier ist die Eishockey-Show. Schön, dass ihr dabei seid. Es wird eine Top-Show. Wir haben Top-Gäste. Wir haben Top-Themen. Wir haben eine Top-Crew. Und dann sind wir auch noch da. Basti Schwele. Zieht das Ganze ein bisschen runter. Vielen Dank, Sascha B. Andermann. Wir bleiben dabei, wie es Rick Goldmann auch gemacht hat. Mhm. Der Mann, der seine Interviewgäste hin und wieder zu Tränen rührt, ist heute hier im Studio und leitet diese Sendung. Ich freue mich sehr auf die erste im neuen Jahr. So ist das. Wir haben eine Menge mit euch vor. Dazu gleich mehr, aber natürlich nicht ohne unseren kongenialen Partner vorzustellen. Partner in Crime. Mike Meyer ist da. Ja, grüße euch. Alles gut bei euch. Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Das ist eine wichtige Frage. Hast du, Masel, dass du gerutscht nicht sagst? Weil ich hasse dieses ins Jahr rutschen, drehe ich komplett durch. Finde ich den dümmsten Spruch ever. Bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Auf was? Auf dem Hosenboden? Bist du früher nicht ausgerutscht an Silvester? Das geht auch gesetzlich nur bis zum 6.1. Danach ist auch vorbei. Heilige Drei Könige und dann darf man es eh nicht mehr fragen. Ja. Dann ganz kurz, frohes Neues. Aber schön, dass du es geschafft hast. Der sich schon disqualifiert hat nach 90 Sekunden Sendung. Ich bin so ein Gesetzloser, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das lass mal lieber. Der Outlaw der Eishockey-Show, Mike Meyer. Aber ein wichtiger Bestandteil, weil ohne dich würden wir gar nicht wissen, wie man mit diesen Computergeräten umgeht. Das ist absolut auch wenn du einen vor dir stehen und bei hast. Bei uns kann ja auch jeder machen, was er will, das ist das Schöne. So ist es. Und wir haben eine Menge vor, habe ich gesagt. Und das ist keine Ankündigung, es ist keine hohle Ankündigung. Nee. Es steckt was drin. Holst du gleich? Ja. Holst du schon? Wir machen das direkt, oder? Direkt? Ja, ich glaube, heute müssen wir Tempo machen. Oder sagst du, was insgesamt passiert? Ja, aber ich würde schon eher versuchen, mit ein bisschen Struktur reinzuholen. Komm, hol ihn rein. Jetzt schon reinholen? Ja. Ja? Aber dann habe ich ja nicht den Gameplan. Wir wollen ihn doch auch. Aber dann habe ich den Gameplan ja nicht erzählt. Ja, deswegen sage ich, mach doch schnell den Gameplan. Ja, den meinte ich ja. Dann mach halt. Wir reden aneinander vorbei, oder was? Jetzt schon, so früh in der Sendung. Also, wir haben heute für einen... Our Gameplan. Genau, wir haben einen Silbermedaillengewinner von Pyeongchang heute mit dabei. Yasin Elis vom IHC Red Bull München. Tor oder nicht Tor? Die Aufklärung heute mit? Mit Benjamin Hoppe, der uns hoffentlich ganz, ganz interessante Eindrücke schildern wird rund um die Arbeit der Schiedsrichter, denn er war ja auch beteiligt und will ein bisschen Aufklärung betreiben. Und ich glaube, das ist etwas für euch da draußen, was mega interessant werden könnte. Und deshalb wollen wir natürlich auch eure Mitarbeit über die YouTube-Kommentarleiste. Dazu gleich mehr und dann reden wir über den, wie es da steht, Wahnsinn der letzten zwei Wochen, weil das war ja gefühlt jeden Tag Eis, okay? Ganz genau. Also wenn es mal ein Tag Pause war, dann war der irgendwie schlecht geplant. Ganz aber eigentlich gab es keine. Ganz genau. Dann auch ein Thema, das nicht so schön ist, das aber hoffentlich wieder ein schönes werden kann. Jan Dalgic, Keeper von den Hannover Indians, hat einen schwerwiegenden Tumor, muss operiert werden. Und die ganze Eishockey-Familie engagiert sich und sammelt Spenden. Und dazu werden wir später natürlich auch nochmal aufrufen. Mehr dazu hier bei uns in der Eishockey-Show. Und natürlich gibt es auch noch Buntes aus der Eishockey-Welt. Da gucken wir auch mal über den Teich, denn da ist ein bisschen was passiert. Es gab ein Premierentor, immer wichtig in einer Karriere des Spielers. Ganz genau. Und jetzt hol ihn. Jetzt holen wir ihn rein, oder? Lass ihn mal rein. Mit bayerischer Musik. Yasin Elis vom IHC Red Bull München. Yasin, schönen guten Tag. Und weil wir ja überhaupt nicht auf Klischees rumreiten, wir machen auf ein bisschen Türkisch für Anfänger und haben für dich Baklava heute mitgebracht. Ja. Aber du hast schon gesagt, das findest du geil.
Ja, sehr lecker. Also wenn ich was Süßes esse, dann ist es oft Baklava, ja. Sonst so wenig? Sonst so wenig. Echt jetzt? Ja. Bist du fast zuckerfrei unterwegs, oder was? Ich bin sehr zuckerfrei eigentlich unterwegs, aber so ein Stück Baklava, das ist ab und zu schon ganz lecker. Am freien Tag heute. Auch das muss man sagen, Yasin wäre normal heimgefahren, aber weil er heute in die Eishockey-Show kommt und das ist was ganz Besonderes, denn Yasin ist unser erster Gast nach Pandemie, nach raus, nach alles online. Mhm. Also heute erster und Ehrengast live im Studio, Yasin. Ja, danke. Also deshalb, der Druck ist groß, nicht nur auf dem Eis, sondern heute auch in dieser Sendung. Ja, du musst abliefern, wir nicht, wir stellen nur Fragen. Nein, Scherz beiseite, das ist cool. Mikey freut sich auch, auf dem Sofa nicht mehr alleine rumzuhocken. Absolut. Das ist sehr cool, endlich mal hier einen und coolen Respekt Gast dazu. Und übrigens hier dem Silbermedaillengewinner gegenüber. Ne? Sowieso. Ja, ja, genau. Deswegen hat der Mike ja extra das Sitzkissen hier unterlegt, auch noch für den Yasin. Ja. Soll ich es mal vorholen? Zeig mal, ja. Das ist... Ei. Ja gut, es passt nicht ganz zu dir. Derbykissen. Steht ja auch bald wieder an. Ja, stimmt. Ist schon wieder. Ich war erst am 26. beim Derby. Ja, ich glaube, jetzt am Sonntag müsste es wieder gegen Augsburg gehen. 15. ja. Oder 15. Ja. Stimmt, ja. Sonntag ist der 15. Lass das mal hier. Du, so, wir können es auch wegtun, wenn es unangenehm ist. Schon. Alles gut. Auf jeden Fall, Yasin, erstmal... Das ist ein Eishockeyspieler zu nett und ist in der Liga viel zu nett, dass er Yasin das jetzt weglegen würde. Ach nein, das passt schon. Ja, aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, sportlich eingeordnet, kann er das ja auch nicht als Konkurrenz sehen. Das ist richtig. Da kann er in dem Fall darfst du locker drüber hinwegsehen. Zum Sportlichen kommen wir aber erst viel später. Kommen wir gleich zur schwierigen Situation von anderen Mannschaften. Bei euch, Yasin, ist die Situation tiefenentspannt, kann man sagen, nämlich im positiven Sinne. Erstmal, ich sage einfach mal Glückwunsch. Ja, ich sage einfach mal, pass auf, 18 Siege aus den letzten 20 Spielen. Ja. Mit weitem Abstand, ganz weitem Abstand, Tabellenführer. 11 Auswärtssiege in Folge war es, glaube ich, in Frankfurt am Freitag. Yasin, ihr jagt den Rekord. Neuer Clubrekord. Nein, ich meine, ist von der Liga. Ach so. Mit Auswärtssiegen. Ja, genau. Ja. Da müssen wir einen draufpacken und zwei für den alleinigen Rekord. Okay, dann. Ja. Yasin, was läuft bei euch? Oder was läuft eigentlich nicht? Vielleicht ist die kürzere Antwort. Gute Frage. Ich denke, wir spielen von Anfang an eigentlich ziemlich gutes Hockey. Hatten am Anfang noch ein paar Probleme, dass wir ein bisschen zu viele Chancen hergegeben haben, aber. Ja, jetzt die letzten Wochen oder Monate haben wir uns gut gefangen und spielen eigentlich echt ziemlich solide. Das nennst du solide, um da mal kurz einzuhaken, ja? Weil dann kann ich vielleicht schon mal so die Geschichte aufmachen Richtung Playoffs, wenn das nur solide ist. Was kommt dann? Was anderes. Ja, ja. Aber okay, mach weiter. Nee, wir können zufrieden sein bis jetzt. Aber unser Ziel ist natürlich ja, weiterhin Gas zu geben, weiterhin oben zu stehen und dann irgendwann gut in die Playoffs zu starten. Wie pusht ihr euch da immer noch, wenn man so weit einen Abstand zum Tabellenzweiten dann schon hat? Und vor allem, was da auffällt dann bei den Spielen? Ihr macht ja viele Ein-Tore-Spiele auch, die ihr auf eurer Seite zieht. Ist es aus deiner Sicht Qualität? Ist es körperliche Fitness? Ist es Abgezocktheit? Was ist das? Ich glaube, so ein bisschen von allem, ja. Wir haben sehr viel Qualität in der Mannschaft, haben bisher leider auch immer irgendwie verletzte Spieler gehabt, waren leider noch nicht komplett. Aber ja, jetzt langsam kommen die Spieler zurück und dann ist es wichtig, dass wir am Ende der Saison dann fit in die Playoffs starten werden. Wir haben jetzt schon ein paar Fragen gestellt, aber natürlich der Hinweis an euch da draußen, ihr dürft natürlich gerne mitmachen. YouTube-Kommentarleiste könnt Yasin natürlich gerne Fragen stellen. Mikey wird das dann sofort immer mit dem erhobenen Zeigefinger runterlesen oder vortragen, wenn nur was Interessantes reinkommt. Ne? Wir lassen ja nicht jede Frage durch. Das ist eine harte Tür bei dir. Vollkommen richtig. Harte digitale Tür. Denn wir wissen auch, dass Mikey... Ja. Wurde einst in Australien vom Hai gebissen. Das stimmt, ja. Ist richtig. Der blaue Fleck ist immer noch zu sehen, genau hier. Und der hat ein Stück mitgenommen. Ja, aber weil wir gerade auch bei der Saison von euch waren, die läuft wie geschmiert, hat, glaube ich, auch Chris D'Souza, glaube ich, gestern hat er das gesagt, ne, im Interview nach dem Spiel, in der Reihe bei uns, da läuft es irgendwie wie Öl geschmiert, hat er gesagt, weil es einfach vermutlich auch so viel Spaß macht. Trifft ja auch auf euch zu. War ja bei dir auch mal eine Zeit lang, glaube ich, Center in der Reihe, ne? Ja. Dann war mal Smith drin und jetzt ist Maxi Kaster, glaube ich, seit drei, vier, fünf Spielen. Ne? Da war auch Philipp Bareka. Aber vor allem eben auch mal, der war auch mal kurz drin. Aber vor allem natürlich wird immer rausgehoben die Chemie in der Reihe bei euch, wenn es um dich und Austin Ortega geht. Ja. Ist das On-Ice und Off-Ice? Ist beides sehr gut, ja. Also privat verstehen wir uns super und On-Ice, wir spielen jetzt seit letzter Saison zusammen und der ist ein Megaspieler.
kreativ, schlau, flink. Also hat eigentlich alles und kann auch Pässe spielen und macht Spaß, ja. Hin und wieder sagt man ja, auch bei Frankfurt, da sagen die mit Rowney und Bock, da hast du beim ersten Training gemerkt, okay, da passt die Chemie, die zwei sollten, müssen zusammenspielen, weil das einfach klickt. Ja. Hat das bei euch gedauert oder habt ihr auch gleich von Anfang an so einen Draht gehabt und dann gesagt, okay, scheint ganz gut zu sein? Ja, ich denke auch, dass es bei uns gleich von Anfang an gut funktioniert hat, weil er, wie gesagt, ein sehr schlauer Spieler ist, liest das Spiel gut und ich versuche dann nur mein Spiel irgendwie mit reinzubringen, mit der Schnelligkeit und ja, bisher können wir ganz zufrieden sein. Ja, und du ja persönlich auch, ne, würde ich mal behaupten. Also wenn wir auf die Topscorer-Rankings schauen, dann bist du relativ weit da oben, um das mal einzuordnen. Ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, ich kann mir so Zahlen so schlecht merken. Ne? 16 plus 25, 41 Punkte aktuell. Hättest du auswendig gewusst, oder? Ja. Ja, ja, ne? Ah, okay, gut, der gibt es jetzt zu, der danach schaut. Alles gut. Beste Saison bislang sind 48 Punkte aus der Saison 16-17 bei den Ice Tigers. Ist es, ich will jetzt gar nicht fragen, wohin du gehst und wohin du willst vielleicht, sondern es geht ja immer um Mannschaftsgefühl und um darum, dass die Mannschaft gewinnt. Aber natürlich will man ja auch selber ein bisschen abliefern. Ist es aus deiner Sicht aber eigentlich schwerer, das abzuliefern bei einer Mannschaft wie im ERC Red Bull München, als jetzt zum Beispiel ein Carter Rowney in Frankfurt, der natürlich auch viel Punkte, oder ein Dominik Bock, aber natürlich auch viel mehr Präsenz hat, weil das natürlich eine Ausnahmereihe ist und bei euch gibt es ja eben konstant Qualität in der ganzen Mannschaft, in allen Reihen eigentlich. Würdest du deshalb sagen, du schätzt es persönlich sogar ein bisschen höher ein, die Art und Weise, wie du gerade spielst und punktest? Ja, gut, das ist schwer zu sagen, weil wir haben so viel Qualität in der Mannschaft, dann auch wenn die eine Reihe mal nicht so gut läuft, dann haben wir noch zwei, drei andere Reihen, die halt jedes Spiel performen können und das ist die Qualität, die uns halt auszeichnet und ja, persönlich ist es einfach, macht mega Spaß, mit so vielen guten Spielern zusammenzuspielen. Ich sage ja auch, wenn wir viele verletzte Spieler jetzt bisher hatten, es füllen sich immer die Lücken mit Top-Spielern und ja, deswegen läuft es bei uns die ganze Saison ganz gut. Ich habe mir nur gerade so gedacht, dass es ja eigentlich sogar schwerer sein muss, in so einer Top-Mannschaft rauszustechen. Ne, als jemand, der jetzt... Zeigt er nochmal die Qualität. Genau, das meine ich. Deshalb war das eigentlich ja die Frage. Aber ist auch blöd, wenn du dich selber lobst. Ist schon richtig. Ja, deswegen machen es wir. Ja, ja, genau. Ja. Hab ich ja indirekt jetzt deswegen habe ich auch gesagt, ob der Yassin wird ja dieses Jahr DL-Topscorer. Ja, apropos der Yassin. Ja. Wir müssen ja noch nachträglich gratulieren. Ich weiß nicht, wie lange man das macht, aber er ist 30 geworden. Das können wir noch machen. 30.12. Ja, ist nicht so lange her. Was du ja nicht weißt, wir haben ja schon lange gratuliert. Du hast gratuliert wann? Ja, ich wurde da mit der Assis hat ja einen Film gemacht. Ach, der hat stimmt. uns schon im November oder was, wurden wir schon forciert. Hä, Abgabetermin 8. Dezember. Er hat sich früh bemüht. Das genau, stimmt. Aber du warst ja bei der Rundenballsportart, deswegen warst du nicht available. Aber der Rick und ich haben ja für einen Assis Geburtstagsgrüße. Ja. Na gut, dann mache ich das jetzt hier nochmal in aller Form und höflich. Ja, beste Glückwünsche nachträglich. Ich weiß, wie hart das ist. Vor allem, wenn ich schon, also ich bin ja schon 2 Jahrzehnte drüber. Das sieht immer noch gut aus. Ich weiß, das wolltest du jetzt hören. Nee, nicht direkt, aber auch mir alten Mann tut manchmal so ein Lob ganz gut. Das hast du richtig eingeordnet, ja, genau. Hast du nicht so viel von mitbekommen, ne, von dem 30., ne? Ihr habt, glaube ich, ja, an dem Tag hast du gespielt. Ja, genau. Davor und danach war jetzt nicht viel Zeit, war das Ganze viel zu zelebrieren, weil ein 30. ist ja schon irgendwie ganz cool eigentlich. Also an dem Tag hatte ich nicht so viel, weil wir am Vormittag Training hatten und am Abend das Spiel, aber habe tatsächlich eine Überraschungsparty von meiner Familie bekommen letzte Woche. Und das war ziemlich witzig, weil da viele. Wirklich Überraschungsparty. Ja, war wirklich Überraschungsparty. Waren auch viele ehemalige Spieler mit dabei und auch aktuelle Spieler. Und du wusstest von wirklich nichts? Ich wusste von gar nichts, ja. Mega. Ja, das war richtig schön. Wie hat man dich da hintergangen? Wie hat man dich da irgendwo hingelotst? Völlig planlos? Wir sind an dem Tag aus Berlin zurückgekommen und dann hat ein Kumpel, mit dem war ich Mittagessen hier in München und dann hat er gesagt: Komm, wir fahren raus. Und zuerst wollte ich nicht und dann hat er gesagt: Komm, ich hab was geplant. Also ich. Hätte jetzt nie an irgendeine Überraschungsparty gedacht. Mhm. Und dann sind wir rausgefahren und ja, dann standen, ja genau, standen alle zu Hause. Mega. Der Assis plant das, hat das seit November alles geplant, so viel ich weiß. Ja, hat er sehr gut gemacht. Ja. Also der Lob an den Bruder, an den kleinen. Lob an den Bruder, Shoutout. Genau. Von der Eishockey-Show. Ja. Ist es das Ding, Shoutout, immer noch. Mhm. Aber wenn wir schon dabei sind, Tölz und alles, Yassin, und wenn wir dich hier haben, lass uns doch mal überhaupt über dich und Eishockey sprechen. Wir machen ja ein paar Klischees hier, türkisch für Anfänger, habe ich es genannt. Ja. Da lacht er kurz. Yassin,
Wie bist du oder wie ist eure Familie ist ja ziemlich Eishockey-verrückt insgesamt, darf man glaube ich so sagen. Oder Eishockey-fanatisch. Ja. Wie seid ihr so insgesamt zum Eishockey in Tölz gekommen? Mein Vater hat früher ein bisschen mal gespielt. Und in Tölz gibt es eigentlich fast nur Eishockey. Und dann hat er sich damals gedacht, stellt er mal die Jungs auch aufs Eis. Und anscheinend hat es uns so gut gefallen, dass wir ja dabei geblieben sind, zum Glück. Das war auch gar nicht so einfach. Ich weiß es von deinem Onkel, glaube ich. Der wollte Eishockey spielen und wurde dann aber gedisst und hat es dann auch gelassen. Kann das sein? Hat er mir, meine ich, mal erzählt. Und so, da hieß es, hey, nee, wir können dich hier nicht brauchen. Und dann hat er gesagt, hey, okay, dann lasse ich das lieber. Aber war für euch nie so ein Thema? Ihr habt gesagt, okay, Eishockey ist es? Ja, also wie gesagt, wir wurden ziemlich früh schon aufs Eis gestellt. Ich mit 3, mein Bruder mit 4, glaube ich. Und dann hat es uns so gut gefallen. Und ja, dafür bin ich dankbar, dass sie uns immer weiter ins Training gebracht haben und wir dabei geblieben sind. Und dann ging dein Weg relativ schnell nach oben, ganzen Tölzer Nachwuchs durchlaufen, Nationalmannschaften im Nachwuchsbereich, alles. Und dann der Weg ziemlich schnell nach Nürnberg. Mhm. Da war Lenz Funk, glaube ich, so mittreibende Kraft. Da war Kooperation Nürnberg-Tölz und da wurden du, Leo Pföderl, noch ein paar andere Spieler dann nach Nürnberg gelotst. Wie waren so deine ersten Jahre in der DEL, die Anfangsjahre in Nürnberg? Ja. Also ich bin mit 17 nach Nürnberg, damals, wie gesagt, Lenz Funk, dem bin ich auch sehr dankbar, dass er mich damals nach Nürnberg geholt hat. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Zu der Zeit habe ich noch ein bisschen Oberliga mitgespielt, aber dann hauptsächlich DEL. Und ja, jetzt, wenn man zurückdenkt, sind schon wieder 13 Jahre. Ist ziemlich schnell vergangen, aber... Aber du bist ja da im dritten Jahr so richtig, glaube ich, durchgestartet dann. Ja. War das für dich eine schnelle Entwicklung oder hast du gedacht, das geht vielleicht sogar noch zügiger? Oder war das okay so vom Ablauf? Also für mich persönlich wäre es lieber gewesen, wenn es noch ein bisschen früher angefangen hätte, aber das war dann schon okay. Jetzt im Nachhinein ist alles gut gegangen zum Glück und war eine sehr schöne Zeit in Nürnberg. Hab insgesamt 8 Jahre dort gespielt und hat Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht. Ihr wart auch eine Reihe, die ordentlich Spaß gemacht hat mit Rhino und Raimi, oder? Ja, die Reihe war auch unglaublich, genau. Apropos, der hat es übrigens, guck mal hinter dich kurz, ja, da, der hat es schon in die Eishockey-Show Hall of Fame geschafft, Patrick Reimer. Also da musst du noch ein bisschen abliefern, zum Beispiel vielleicht Topscorer der Saison werden, aber auch da wieder ohne Druck aufzubauen, dann kommt man hier in die Hall of Fame. 390 DL-Tore. Ja, aber man muss ja dann auch, ne? Er ist mittlerweile so eingewachsen, den erkennst du gar nicht mehr. Ich habe ihn ja gestern getroffen. Der Reim hat so ein Bart. Ja, der war im Interview bei uns. Achso, du hast ja auch gesehen, warst du dabei. Ich stand daneben eben, genau. Richtig, ja, hat ein Interview manchmal so an sich, in der aktuellen Phase. Das war natürlich mal eine Zeit lang anders bei Corona, aber mittlerweile steht man wieder nebeneinander. Ich sitze ja auch neben dir, weißt du? Ja, stimmt. Solchen Vogel. Ich freue mich sehr. Wie war damals so die Chemie auch? Das ging auch relativ schnell, ja. Ist der Rhino so ein Spieler gewesen, der echt euch auch besser gemacht hat? Rhino war brutal, ja. Egal, was er gemacht hat, auch wenn er in Anführungszeichen die Drecksarbeit gemacht hat, der hat einfach alles gemacht und hat uns beide, denke ich, auch besser gemacht. Und der Raimi ist eben ein brutal cleverer Spieler, liest das Spiel auch richtig gut und hat einen brutalen Schuss. Also hat nicht umsonst so viele Tore geschossen bisher. Und da habe ich dann auch nur versucht, mein Spiel mit einzubringen. Und das hat dann über ein paar Jahre sehr gut funktioniert. Der eine die Übersicht, der andere ist Kämpfen und der Raimi hat den... Also war das schon so ein bisschen auch On-Ice-Coaching von zwei erfahrenen Spielern und das hat dich einfach immer wieder auch auf ein anderes, was heißt auf ein anderes Level gebracht, aber dich nach vorne gebracht. Also. Das immer weiter, nach vorne auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Also wirklich, die Jahre, die haben mich so weit vorangebracht und vom Rhino so viel abschauen können und vom Raimi auch, wie er das Spiel liest und die Ruhe, die er am Puck hat, also war wirklich, hat mir sehr viel geholfen. Denkt man da manchmal, Yasin, weil das finde ich immer total spannend, so in der Entwicklung von einem Sportler, denkt man da manchmal, das war einfach auch ein bisschen Muzzle, dass es genauso gekommen ist, ne, dass mich jemand nach Nürnberg geholt hat, dass ich dann in so einer Reihe auch spiele, mich da vielleicht dann als Jüngerer auch an der Seite von Erfahrenen, vor allem von einem sehr Erfahrenen, hocharbeiten kann, verbessern kann, dass das etwas ist, wo man zurückschaut und denkt, okay, das war schon für meine Karriere ultimativ. Oder glaubst du, du wärst vielleicht denselben Weg gegangen, heute in München enden, vielleicht mal mit einem Meistertitel dann, dass das automatisch so gekommen wäre? Oder hatte das schon viel damit zu tun? Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn es mal anders gelaufen wäre. Aber so, wie es bisher gelaufen ist, bin ich schon sehr zufrieden. Und auch,
dankbar, dass ich mit so tollen Spielern zusammenspielen durfte. Und das, ja, wie gesagt, hat auch nur meinem Spiel gut getan. Und du bist ja jetzt aktuell auch noch näher dran an zu Hause, als es vorher schon der Fall war, auch wenn es auch Bayern war. Wie wichtig ist das für dich, in dieser Region zu sein, nah bei der Familie zu sein? Ich glaube, man kann schon sagen, du bist ein Familienmensch und ihr seid ja eine dicke Familie, oder? Ist das falsch interpretiert? Nee, das ist schon richtig interpretiert. Es ist ja sehr schön. Ich meine, Nürnberg war jetzt auch nicht so weit weg, aber mit München sind 45 Minuten bis Tölz raus. Ja, ich fahre ziemlich oft eigentlich raus, auch wenn wir mal frei haben oder nach dem Training kurz. Und ja, es ist einfach schön, immer in der Nähe zu sein und ja, spontan hin und her fahren zu können. Du wirst auch Begleiter, als wir in Dänemark bei der WM, meine ich, waren. Da waren deine Eltern auch dabei. Wir sind mit deiner Mama, glaube ich, zurückgeflogen dann auch zusammen und alles. Also auch da, die Reisen, die da hinterher, Nationalmannschaft, ja, alles immer dabei, oder? Ja, denen macht es sehr viel Spaß. Also die schauen, dass sie überall mit können. Auch bei Olympia 2018 waren sie mit dabei und die Heimspiele in München sowieso, also dem macht es schon sehr viel Spaß und es ist schön zu sehen. Waren die auch bei den entscheidenden Spielen mit dabei? Ja. Pyeongchang? Da waren alles sie auch mit dabei. Ja, alles mitgenommen. Dann nimm uns doch mal mit als einer der ganz Großen in der Geschichte des deutschen Eishockeys, Yasin Ilic, mit Silber dekoriert. Wir kennen die Geschichten, wir kennen dieses Märchen fürs deutsche Eishockey. Nimm uns doch mal mit und erzähl uns vielleicht deine kleine, besondere Geschichte von diesem olympischen Turnier? Boah, da gibt es ziemlich viele. Also es hat alles angefangen und es ging alles so schnell. Wir waren dann alle in so einer Welle drin. Viele ja. Geschichten, weil der Schützi auch dabei war. Schützi. Ja. Schützi und noch ein paar andere. Das war ziemlich witzig auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Auf jeden Fall ja, haben wir am Ende Silber gewonnen und emotionalste Moment war dann, wie wir das Finale leider verloren haben, obwohl wir kurz davor waren. Mhm. Und ja, Marco Sturm uns dann an die Bande geholt hat und selber nicht wirklich Worte hatte und wir alle da standen und eigentlich wussten, wie unglaublich das ganze Turnier war. Und ja, hat man schon Gänsehaut und auch ein bisschen Tränen bekommen. Wie kam denn dieser Lauf zustande? Was hat diese Mannschaft so besonders gemacht damals, dass man diesen Lauf überhaupt starten konnte? Hat das mit irgendwas angefangen? Ihr hattet ja ein Spiel, meine ich mich erinnern zu können, damals noch in der Schweiz, bevor ihr losgeflogen seid. Ja. Fand da diese Entwicklung schon statt? Hat man da schon gemerkt, okay, das ist irgendwie was ganz Besonderes, dieses Team? Ja, vor allem, dass wir das erste Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz hatten. Ich denke, das war sehr gut für uns, weil wir das auch gewonnen haben. Und gegen die Schweiz sind ja immer Kämpfe und es macht schon Spaß. Muss und so sein. Ja, muss so sein. Und das haben wir tatsächlich gewonnen und sind danach noch kurz irgendwo mit der Mannschaft Wellnessen gewesen. Und es hat uns schon alles so ein bisschen zusammengeschweißt. Und ja, dann ging's in Pyeongchang los. Da haben wir dann gleich das erste Spiel gegen Finnland verloren. Und da wusste noch keiner wirklich, in welche Richtung das geht. Aber dann ja, hat man sehr gutes Coaching-Staff mit dabei. Die haben uns wirklich sehr gut auf alles Mögliche eingestellt, egal ob es Unterzahl, Überzahl oder 5 gegen 5 waren. Mhm. Und dann war das Wichtige, denke ich, dass wir einfach als Mannschaft kompakt immer überall mit auf dem Eis waren. Und es ist, glaube ich, einfach richtig schwer, auch gegen uns zu spielen. Da haben wir, weil du es gerade ansprichst, auch immer viele im Nachgang Matt McIlvain gelobt. Ne? Ja. Ich glaube, der hat Powerplay angeleitet damals, oder? Kann das sein? Oder was? Der hat das Unterzahl gemacht, ja. Genau. Da kamen viele zurück und haben gesagt, wow, das war sehr besonders, was er noch eingebracht hat zu Marco Sturm in dieses Coaching-Staff, über das du sprichst, war auch noch ein Punkt. Ne? Ich meine, er ist ja mittlerweile nicht so weit weg und immer noch eingebunden in die Organisation, möchte ich mal meinen. Genau. Und, also jetzt beim. Aber entscheidende Frage natürlich beim Sportlichen und allem, gibt es die WhatsApp-Gruppe immer noch, Yasin? Ja, die gibt es immer noch. Ja. Wird da immer noch reingeschrieben auch? Da wurde jetzt vor der letzten Olympiade was reingeschrieben, aber ja, da ist noch jeder mit dabei. Habe ich auch mal gehört, dass sich keiner traut, da rauszugehen. Das ist irgendwie da gehst du auch nicht raus, oder? Nein. Also, das machst du ja nicht. Muss auch nicht. Was ich übrigens weiß, und vielleicht ist das kurzes Break sozusagen, ich weiß natürlich, dass ihr bei den Olympischen Spielen damals, ja, was willst du jetzt machen? Eishockey, Uni Eishockey ist einfach kein Eishockey. Das weiß ich auch, das ist richtig, das habe ich ja gelernt in diesem Interview. Das ist ja schön, wenn man immer was mitnimmt. Ihr habt natürlich, Yasin, bei den Olympischen Spielen im Dorf Tischtennis gespielt. Ja.
Ne? Da gab es die ein oder andere richtige Tischtennisschlacht. Der Janssen ist auch Tennisspieler. Spielst du im Sommer viel Tennis? Ich spiele Tennis auch. Ja, gut, das, da hat er jetzt Muzzle, dass er gegen nicht mich so nur gut antreten muss im Tischtennis. Ja, komm, wir mischen ihn jetzt mal auf. Kerstin, komm mal mit. Genau. Kein Tennis wir gespielt zocken hat mal, weil wir wollen unseren Gast ja jetzt auch rausfordern und nicht mehr hier rumsitzen lassen. Da gibt es ja auch die legendäre Geschichte, glaube ich, aus dem Olympischen Dorf, wie David Wolf die Tischtennisplatte im Olympischen Dorf zerlegt hat, glaube ich. Beim Rundlauf. Jetzt habe ich keine Kreide hier. Guck mal her, mal gucken, ob du Touch hast. Hast du? Ja. Ja, okay, das sieht mittelmäßig talentiert aus. Ich will jetzt ein bisschen dissen direkt, damit ich hier mental in den Vorsprung komme. Gegen so einen, weißt du, gegen Sport, der ist ja mental alles so Biester. Ja, wie du. So, jetzt müssen wir das Tempo mal ein bisschen erhöhen hier. Na, guck mal hier, der hat sich zurückgehalten. Ist aber ein guter Flow hier. Oh! Ja. Oh. Ja, aber gut, es ist. Bandermann 1. Muss sagen, es ist hohes Niveau. Hat noch keiner gesagt. Wie viel spielt ihr? Bandermann 2. Nein, wir müssen direkt loslegen. Wir haben doch keine Zeit. Ja, bis 3. Komm, auf geht's jetzt. Nein, bis 3 nicht, weil er 2-0 führt. Wenn, dann bis 5. Nein, nicht ohne die Punkte vorher. Bei 0. Ja, klar. Jetzt geht's bei 0 los. Okay. Wow. Was war das jetzt? 1-0 Bandermann. Das ist 1-0 Bandermann. 1-0 Bandermann. Boah, den Schnippelangabe da. Guck mal da. Oh, hey. Also nur um dir ein bisschen noch die Challenge wird noch vergeben. Ich mache hier nie einen Fehler übrigens. Also da musst du schon punkten. Keine Unforced Errors. Keine Unforced Errors. Nur verbal. Wahnsinn. Oh. 3-0. Silbermedaillensieger für Sieger. Das war's schon. Na komm. Ja, nur bis hier. Komm, Schnelle. Ah, ich muss auch. Showsam. Komm. Ja, hier ein bisschen mit Attitüde. Ja, die wird aber wirklich gefordert. Wo ist denn die Kreide hier? Ja, die habe ich hinten hingelegt. Ah, da liegt sie. Boah. Ihr spielt schon ein paar Mal hier, gell? Nee, das ist alles zum ersten Mal. Aber ich habe so ein Teil tatsächlich bei mir auf der Terrasse auch stehen, deswegen spiele ich mit den Jungs da oft. Mit der Karte, Lucky Boy. Der war komplett platziert hier. Oh, 2-2. So, war's schon? Ich dachte, jetzt geht's los. Ach so, geht's jetzt los? Okay, ja, was geht's los? Erster Punkt. Oh, guck mal, gut geholt. Harter Sport. Ja, gute Wettkampf. Angabe. Das sind die nur Profis. Oh, 1-1. Ich glaube, das geht in die Crunch-Time. 2-1 Schwele. Okay. Der Yasin ist einfach ein netter Gast, weißt du? Ja, ich finde, jetzt kann er auch gehen eigentlich. Ne? Also ich ist jetzt, nein. Okay, ciao. Er hat sein Baklava noch nicht gegessen, der muss noch bleiben hier. Ja, ich hoffe für dich, dass das keiner von den Mannschaftskollegen gesehen hat, Yasin, weil es könnte sein, dass du dafür einen Spruch kriegst, dass du gegen die zwei alten Männer hier verloren Platte? Hast. Nee, wir haben keine. Hat er keine. Das muss sich ändern jetzt. Ja. Also, Hinweis an den EAC Red Bull München. Ja, nicht bitte. Nur Fahrräder. Nein, nicht nur Fahrräder, sondern vielleicht auch mal eine Tischtennisplatte. Aber was macht ihr, wenn mal so zwischendurch irgendwelche Aktivitäten, gibt es da was bei euch? Spielt der Darts, eben kein Tischtennis? Nee. Also in der Kabine haben wir eigentlich gar nichts, bisschen Fußball vielleicht, aber... Wir haben so viele Spiele, deswegen haben wir wenig Zeit, irgendwie was noch zu machen, leider. Das stimmt. So, Baklava. Aber dann kann ich hier mal von den ganzen Usern von draußen, da kommt ganz fleißig was rein. Cool. Das erste wäre mal direkt, wenn deine Karriere zu Ende geht, was wäre dein schönster Moment auf dem Eis? Es kommen hier Vorschläge wie Silbermedaille, wie das Wintergame mit Nürnberg, das erste. Mhm. Jetzt kannst du frei entscheiden, was wäre dein schönster Moment auf dem Eis, wenn du... hoffentlich nicht, morgen die Karriere beenden würdest. Ich denke, auf jeden Fall die Silbermedaille. Ja. Kommt da irgendwas annähernd auch ran? Ja, das Wintergame in Nürnberg war auch richtig schön. Das war auch das erste bisher in Deutschland. Genau. Und da bin ich auch sehr 13, froh. Nee. Ja, genau. Doch, ja. Bin auch sehr froh, dass ich da dabei sein durfte. Aber ich denke, ich würde die Silbermedaille nehmen. Sag mal, weil wir gerade hier auch... Ich wollte nur ganz schnell... Wo ist deine Silbermedaille? Zu Hause im Safe. Im Safe? Ja. Also nicht irgendwo Wand oder so oder schöner Platz? Nee. Ganz sicher verwahrt? Ja. Holst du ab und zu, ziehst du die raus? Ab und zu hole ich die raus, wenn sie jemand sehen will, ja. Und auch sonst so für dich und wenn du das Ding so anschaust, kommt da echt so wieder Gänsehaut und Emotionalität immer noch hoch? Ja, absolut. Ich habe auch, meine Eltern haben auch so eine Bildergalerie zu Hause gemacht. Und da geht man eigentlich immer dran vorbei, aber das ist schon... Hast du richtig aufgehangene Bilder im Gang oder so? Mhm. Ja. Cool. Ja, das glaube ich, dass das immer wieder Spuren hinterlässt. Ja, stellst du mir sogar die Haare auf, obwohl ich es nicht habe. Wegen Baklava, oder was? Nein, also. wenn ich daran denke, so, weißt du, das ist schon... Baklava ist natürlich auch überragend. Und da fällt mir gerade ein, weil du ja sagst, das ist eine
türkische Süßspeise, die du sehr, sehr gerne auch zwischendurch mal genießt. Wenn, dann süß, dann das. Wie viel türkische... Hoffentlich schaut der Hans nicht zu jetzt übrigens. Ja, mei. Da muss er jetzt durch. Es verändert sich ja alles. Weißt du, wie der Hans schauen würde? Ja, das stimmt, aber... Wenn er uns jetzt sieht... Wir dürfen das ja hier. Wie viel türkische Kultur, Yasin, ist so in deinem Alltag eigentlich drin? Ich würde schon sagen, schon ein bisschen viel. Also wenn ich zu Hause bin, ist eigentlich sehr viel türkische Kultur mit drin. Mhm. Was jetzt Essen und so weiter angeht, da ist eigentlich nur türkisch. Zu Hause, Mama kocht sehr viel türkisch. Und, ja. Und kocht überragend wahrscheinlich. Überragend, oder? Wirklich überragend. Ja. Nee, es schmeckt sehr gut und auch so, ja, mir macht es einfach Spaß. Ich habe das von klein auf so mitbekommen, die türkische Kultur, und ist auf jeden Fall was Schönes. Also mir mundet es. Das ist sehr lecker. Super. Das ist lecker, ja. Das ist echt gut. Dann mache ich direkt mit einer Frage aus dem Netz weiter. Von Kalti. Ob bei dir das Ausland potenziell auch nochmal ein Thema sein könnte. Zum Beispiel die Schweiz wird hier genannt. Aber gibt es ja noch vieles anderes. Aktuell nicht. Aktuell nicht. Nein. Aber wenn wir schon dabei, wie war denn damals dein Ausflug? Das ging ja direkt, da kommen wir jetzt von der olympischen Silbermedaille eigentlich ganz gut rüber. Du bist ja direkt danach, hast du den Versuch Nordamerika gestartet. Ja, das war im Sommer, das ging dann auch relativ schnell. Hab dann einen Vertrag drüben unterschrieben bei den Calgary Flames und bin dann rüber im September. Hab dann das Trainingscamp mitgemacht, wurde dann irgendwann runtergeschickt in die AHL. Mhm. Und ja, dann habe ich irgendwie ziemlich schnell für mich selber entschieden, dass es leider nicht so viel Sinn macht, weiter drüben zu bleiben, weil ich nicht wirklich spielen durfte. Und dann habe ich mich auch relativ schnell dafür entschieden. Hast du relativ schnell dann auch zu spüren bekommen, dass da vielleicht nicht nur sportliche, sondern auch sehr viel Politik insgesamt dahinter steckt? Ja, war auch auf jeden Fall mit dabei, leider. Aber gut. Am Ende. Wie war das ansonsten für dich, weil du ja vorhin gesagt hast, Familiennähe, Heimat ist dir wichtig und alles. Plötzlich warst du wo komplett anders, wo anderer Kulturkreis, alles. Und dann halt auch noch Stockton ist jetzt auch nicht so der Brüller, oder? Nee, war Katastrophe. Ja, war nicht schön dort. Aber ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und es war nicht einfach, weit weg zu sein von zu Hause. Weil bis dahin war ich immer nur in Nürnberg und das ist ja ums Eck eigentlich. Und deswegen war das schon auf jeden Fall eine Umstellung für mich, vor allem auch mit dem Zeitunterschied. Mhm. Und Bist du komplett allein rüber? Ja. Und dann ging es nicht so lange, leider. Aber hast du dir im Nachhinein auch gedacht, vielleicht hätte ich es doch ein bisschen länger versuchen sollen? Oder war das für dich, dass du dir echt gleich den Gedanken gemacht hast, hey, es ist einfach nichts für mich und das passt nicht? Nee, also... In dem Moment, wo ich so entschieden habe, dass ich wieder zurückkomme, habe ich mir die Frage gestellt, ob vielleicht irgendwann der Moment kommt, dass ich sage, ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger drüben bleiben sollen. Aber bisher bin ich eigentlich sehr zufrieden, dass ich wieder zurückgekommen bin. Und weil das gar nicht so dein ganz großer Traum unbedingt war? Also es redet ja eigentlich im Normalfall jeder davon, ja, NHL, da würde ich schon mal gerne hin, wenn ich die Möglichkeit hätte. Und die Möglichkeit war ja da, zumindest die Richtung war ja da. Doch, ist schon ein Traum gewesen oder ist schon ein Traum auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn ich drüben bin und nicht spielen darf, dann hat man auch keinen Spaß und bin eigentlich nur deswegen rübergegangen. Ja. Warst du damals ein bisschen verwundert, dass wenn man verständlicherweise da so als Silbermedaillengewinner rüberkommt und deshalb ja vermutlich auch ein Stück weit nach dieser Casting-Tour ja auch dann ausgewählt wurde, zu sagen, guck mal hier, das könnte jemand sein für uns von Calgary. Warst du überrascht, dass das... erstmal ein Gang dann in die AHL wurde? Nee, überrascht oder? Nicht. Also es war eigentlich voll okay für mich, dass ich erstmal AHL und dann dachte ich eigentlich, ich spiele jetzt dort und zeige mich dort. Aber das war dann leider wirklich nicht so und deswegen war ich dann wirklich zufrieden oder happy, dass ich wieder zurückgekommen bin, weil es einfach nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und zurück ging es dann direkt nach München? Genau. Ich muss zugeben, ich war auch mal in Stockton eine Woche lang und it's not a great place. Sorry. Also es gibt schon geilere Orte. Okay. Also da muss, ja. Ich meine, du musst dich da natürlich sowieso dann immer hochdienen und hocharbeiten. Das geht ja vielen Jungs so. Sprechen ja gleich auch nochmal über Lukas Reichel. Aber das ist natürlich dann immer auch manchmal eine Frage. Und ich denke, da geht es bei Yasin dann auch ein bisschen drum.
Ja, ein bisschen Wohlfühlcharakter ist ja schon ganz schön, also auch beim drum, Arbeiten. Auch darum, Yasin, dass du natürlich in der Altersklasse gefallen bist, was in der American Hockey League dann auch schon wieder limitiert ist da oben, richtig? Ja. Weißt du, das ist dann auch das Problem. Genau, die Profispiele, die ich bis dahin schon hatte. Ich hatte mehrere Profispiele oder bis dahin, glaube ich, schon über 400. Genau, und deswegen plus Alter kommt, glaube ich, noch dazu. Veteran, und so, ja, genau. Und dann dürfen da wieder nur so und so viele im Line-Up sein. Und ja, dann ist das ja auch alles ein bisschen, weil da in der American Hockey League ja auch der Nachwuchs in Nordamerika gefördert wird. Also deswegen, kurzes Abenteuer. Ja. Short Adventure. Ja. Würdest du trotzdem sagen, gut, dass du das gemacht hast, auch in der Kürze? Ja. Wichtig für dich? Doch, war schon gut. War schon gut. War zwar eine kurze Erfahrung, aber ich denke, war eine wichtige. Und ja, bin jetzt zufrieden, so wie es ist. Und Yasin, dann haben sich viele gefragt, als du zurückgekommen bist, warum nicht wieder nach Nürnberg? Gute Frage. Ich war, wie gesagt, 8 Jahre in Nürnberg. Es war eine richtig schöne Zeit. Hat echt sehr viel Spaß gemacht. Auch meine Familie ist so oft hochgefahren und sagen jetzt immer noch, wie schön es war. Und ja, als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich ja keinen Vertrag, weil sich der automatisch auflöst, wenn ich ins Ausland gehe. Und dann habe ich einfach für mich persönlich entschieden, dass ich wieder zurück Richtung Heimat will. Und ja, dann hat sich München mit dem Christian Winkler hat sich sehr gut angeboten. Und natürlich damals auch mit dem Anreiz, dreimal in Folge deutscher Meister gerade geworden, München, mit dem Anspruch, das eigentlich jedes Jahr auch zu machen. Ist es für dich jetzt nach Olympiasilber der Antrieb Meisterschaft? Ja, auf jeden Fall. Das große Ding? Ja, haben wir bis jetzt, seitdem ich in München bin, leider nicht geschafft. Zweimal das Finale verloren, einmal wegen Corona gab es keine Playoffs. Mhm. Aber jetzt dieses Jahr, also ist das einzige Ziel von uns allen, dass wir die Meisterschaft holen. Ansonsten euer ganz großes Ziel und auch da, du einziger Finaltorschütze Champions Hockey League, wird er von München auch immer ausgegeben, die Krone Europas. War das auch für dich ein Highlight damals, Champions Hockey League Finale in Göteborg? Das war ein absolutes Highlight auch, ja. Das war ein Jahr nach oder ein paar, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall die Saison nach Olympia. Finale 19. Ja, das war auch ein richtig guter Lauf bis dahin in der Champions League und sind dann auch auf einmal im Finale gestanden gegen Frölunda und kriegst einen Anruf rein. Oder? Ja, Rick Goldmann ruft. Ja. Erzähl ruhig weiter. Ich weiß auch nicht. Er weiß nicht, dass wir Sendung haben. Ja, ja. Okay. Warte mal kurz. Goldi, wir haben Sendung. Was willst denn du? Wir versuchen gerade hier sachlich ein Interview zu führen. Ja? Ja, ich richte die Grüße aus. Gibt es sonst noch was, was wir übermitteln? Ja, ich hatte dich vor der Sendung angerufen, du Pausenclown. Jetzt senden wir doch. Du weißt doch, wie das ist. Das ist Wahnsinn. Ja, da gehst du mal auf Magenta Sport oder du gehst auf YouTube und da kannst du mal gucken, ob du dich dahin manövrierst. Komm, mach den weg. Ja? Super. Dem seine Vorbereitung sieht wir so aus. Wir hoffen, dich bald wieder zu sehen. Hast du dich vorbereitet? Wahnsinn. Ist dann noch ungefähr 20 Kolbig Suppe. Ja, also Rick Goldmann aus dem Urlaub vor kurzem wieder. Urlaub und das war seine Vorbereitung. Wahnsinn. Und jetzt ruft er an. Jetzt ruft er an. Und wo finde ich das denn im Fernsehen? So aus. Ja. Meint er natürlich nicht ganz ernst, aber er musste kurz diesen Spruch machen. Aber ich soll schöne Grüße übermitteln auf jeden Fall. Ja. Danke. Genau. Konnte uns das hier nicht alleine machen lassen. Nein, ne? Musste er sich wieder zu Wort melden. Noch mal rein sneaken in die Show. Aber weil wir gerade beim Champions Hockey League Finale waren, wie bitter war dann so gesehen jetzt diese Saison das, sage ich mal, recht deutliche aus? Ja, war bitter. Weil wir vorher die Jahre davor gegen Zug schon immer relativ gut gespielt haben und dieses Jahr war es von unserer Seite her gar nicht gut und die haben einfach verdient gewonnen. Die haben in beiden Spielen dominiert. Wir waren in beiden Spielen nicht auf Augenhöhe und deswegen sind die zu Recht auch weitergekommen. Der Zug hat keine Bremse. Ja, dieses Jahr. Dieses Jahr waren die ziemlich gut. Habt ihr es vorher auch schon gemerkt, Spiel in Tappara auch, da war es schon auch sehr klar, das letzte Gruppenspiel müsste das gewesen sein, glaube ich, das 4-0. Ja, nee, da war es auch ziemlich hart. Die waren auch super gut, ja. Die haben auch zu Hause sehr gut gespielt. Da haben wir ja 4-0, kein Tor geschossen. Haben die auch, ja. Aber wisst ihr das oder ist das auch, weil Don Jackson betont, dass er immer wieder Champions Hockey League, das ist, glaube ich, auch von ihm noch so das Ding, das er unbedingt holen will, oder? Ja, auch für uns Spieler. Also in München ist es schon sehr wichtig, dass wir in der Champions League auf jeden Fall weiterspielen und auch wie nach 2019 wieder ins Finale kommen. Deswegen hat uns das sehr gestört, dass wir gegen Zug ausgeschieden sind dieses Jahr und deswegen wollten wir dann in der Liga einfach voll angreifen. Das hat ja dann bis jetzt ganz gut geklappt, eigentlich. Und in der Liga ist es ja jetzt ein bisschen ruhiger. Wir sprechen gleich über diese besonderen letzten 2 Wochen. Aber jetzt ist ja gerade hier, das ist ja für euch Yoga, oder?
Ihr spielt am Donnerstag zumindest wieder. Das ist ja verhältnismäßig zügig. Aber jetzt so die letzten zwei Wochen waren ja Wahnsinn. Wir haben ja über deinen Geburtstag auch gesprochen, wo es eigentlich vor Weihnachten abgeht und dann über Neujahr durch und Spiele alle zwei Tage. Das ist ja jetzt gerade gefühlt Urlaub jetzt. Ich habe das Gefühl, dass es bei uns seit August so durchging. Also wir hatten mit vielleicht Champions mal Hockey League, mit genau, Champions Hockey. Ja, stimmt, ja. Die Spiele. Und jetzt ist wie Yoga gerade heute frei, morgen erst wieder Training. Ganz komisch, oder? Ja, was ist denn das? Dann hattest du nichts Besseres zu tun, als hierher zu kommen. Ja, das ist, ja wir wollen. Wir freuen uns natürlich. Wir wollten auch einfach mal, dass auf dieser Couch mal ein Athlet sitzt. Ja. Und ich. Sorry. Das ist sehr lieb von dir, aber den Seitenhieb nehme ich mit und habe ihn auch schon wieder vergessen. Das ist gut. Yassin, in so einer Zeit, wenn du sagst, seit August eigentlich gefühlt wird durchgespielt. Du hast jetzt auch gesagt, relativ wenig Süßigkeiten. Ist Ernährung für dich wichtig? Wie schaust du, dass du in Shape bleibst, dass du da immer die Kraft für die Spiele hast? Ernährung ist sehr wichtig, Schlaf ist sehr wichtig. Bist du da sehr, sehr konsequent auch? Ja, so gut es geht schon. Also Ernährung sowieso. Also Zucker bin ich noch nie wirklich ein Fan gewesen. Also ab und zu so ein kleines Stück Baklava ist okay oder irgendwas anderes. Aber ja, Ernährung. Aber ihr trinkt doch alle so viel Espresso und so und Kaffee, oder? Ist da nie? So hier. Naja, die Eishockeyspieler, wenn man, also bei einer Weltmeisterschaft, wenn du die durch die Stadt laufen siehst, die sitzen immer beim Kaffee. Kaffee ist ja okay, oder? Ja, ja. Aber da kommt da nichts rein dann. Also bei mir nicht. Ah, okay. Ich trinke Spaß. Okay. Gut. Ja. Black Beauty. Manche nehmen da ja Zucker. Für manche sogar. Sorry. Frage für einen Freund. Für Lüde früher Warm-up-Programm. Kaffee. Ja. Fertig. Ja. Kommt der Lüde heute noch raus? Nee, der macht sich warm. Trinkt einen Kaffee drin in der Kabine. Ja. Weil wir jetzt auch gerade bei Fitness und so sind. Ich habe jetzt mal hier was rausgeholt. Ja. Und zwar eine, jetzt muss ich mal schauen, von wann ist denn das? Von einem Jahr. Eine kleine Liegestütz-Challenge. Oh. Wie viele Liegestütze du schaffst. Und es wurde auch schon fleißig im Chat nachgefragt, ob du dich im Sommer auch wieder aufs Rudergerät setzen wirst. Vom Clubaktiv. Clubaktiv in Holzkirchen. Das ist mein Kumpel, der Max. Ja. Nee, mag ich nicht. Nee. Aber schaffst du jetzt mehr heute, so spontan gesagt? Ich weiß gar nicht, wie viel ich da gemacht habe, aber ich schätze mal. Das sind viele oder läuft das in Schleife hier? Das ist ein Loop, wie wir sagen, das ist geschnitten. 39. Ja, ich denke auch. Na gut, die Oberarme müssen irgendwo herkommen. Ja. Das stimmt allerdings. Basti? Im Zweifel vom Rudergerät. Das ist deine Bühne. Von da nicht. Was, 39? Ja, 39. Schaffst du 39? Ja, klar. Ja, dann mach doch mal hier 39. Oh, ist raus, oder was? Jetzt geht's los. Meine Güte. Jetzt muss man nur noch einen passenden. Wie lange senden wir, damit die 39 durch sind? Ja, die gehen in einem durch hier. Das ist eins, zwei. Gut, wir dürfen natürlich nicht lachen. Guck mal, das ist ein bisschen unangenehm, aber ich tue es trotzdem. Tanz schon. Und meine sehr verehrten Damen und Herren. Zählt jemand? Es könnte sich hier Ich bin bei 12. Um einen neuen Weltrekord handeln. 27, wenn 28, Basti Schwede 29, auch 30, hinten raus 32, die Nerven 32, behält. Jetzt wird's 33, zäh und jetzt muss er nochmal richtig pumpen. 35, was kommt noch 36, raus? Der Muskelkater ist programmiert. Ich lasse ihn Yassin. Gott, Leute. Ja, ja. Ich bin durch mit der Sendung. Ach Gott, bin ich schlecht in Form, hey. Ja. 20? Du brauchst mehr Energie vom Stein. Also ich habe 37 gezählt. Ja, 37. Ich habe auch kein Mathe-Abi. Also ich war bei 38. Den können wir jetzt erstmal die nächsten Minuten vergessen, den Kollegen. Eine Thematik würde ich gerne noch mit dir besprechen, Yassin. bevor wir gleich auch dann weitermachen, weil wir wollen ja heute auch noch explizit über die strittigen Entscheidungen sprechen, die es gegeben hat in der Penny DL mit Benjamin Hoppe, der gleich mit uns sprechen wird über die Arbeit der Schiedsrichter und auch über seine Arbeit. Aber bevor wir dazu kommen, Nationalspieler, bist du natürlich mit Stolz. Wir haben ja schon die Silbermedaille angesprochen. Du bist ja auch eigentlich dabei, wenn ein Trainer ruft. Jetzt haben wir aktuell gar keinen Nationaltrainer. Toni Söderholm in der Schweiz aktiv. Was wünschst du dir so als Spieler? Also machst du dir da Gedanken drüber? Was für ein Trainer wäre für die Mannschaft vielleicht jetzt gerade cool in der Phase, in der sie ist?
Gute Frage. Also die letzten Trainer, die wir jetzt hatten mit Markus Sturm und Toni Söderholm, war schon sehr gut für uns, hat das deutsche Eishockey schon weitergebracht. Und wer jetzt als nächstes kommt, ich weiß es nicht, aber ich hoffe nochmal so eine Person. Siehst du es fürs deutsche Eishockey auch als wichtig an, dass du sagst, hey, wäre schon gut, wenn dieser innovative Weg, vielleicht mit Markus Sturm hatte damals kaum einer gerechnet, dann mit Toni vielleicht niemand. Oh, ich muss immer noch atmen, leg mir am Arsch. Desolater Fitnesszustand. Ich bin Dartspieler, kein Eishockey. Das macht das Fernsehen mit einem. Also das heißt, nach der Karriere, wenn du fit bleiben willst, nicht zum Fernsehen. Was wolltest du fragen, junger Mann? Ja, ich bin schon wieder dabei. Wäre es für dich auch wichtig, oder sagst du, fürs deutsche Eishockey an sich wäre es wichtig, wenn man so innovativ bleibt, auch in der Trainerwahl? Ja, auf jeden Fall. Also es wäre sehr wichtig für uns, weil wir, wie gesagt, die letzten Jahre damit gut gefahren sind und auch erfolgreich waren mit Olympia und die Weltmeisterschaften danach. Deswegen hoffentlich kommt da nochmal sowas. Ja, da sind wir gespannt. Soll sich ja irgendwann jetzt mal demnächst... Ja, müsste sich ja mal. Steht da die Februarmaßnahme an im Übrigen auch. Zwar nur wieder für U23, 24, glaube ich, weiß nicht, was sie machen. Wobei man da ja gesagt hat schon vorneweg, das ist jetzt nicht das Entscheidende bei der Art und Weise, wann man den Trainer dann final präsentieren will. Ich glaube, das habe ich noch im Kopf bei Christian Kühnerst. Ja, du musst ja trotzdem, du kannst ja jetzt schlecht jemanden nehmen, der vielleicht im Ligabetrieb ist, der dann vielleicht Playoffs coachen sollte, wo aber die Vorbereitung einer Nationalmannschaft anfängt. Nein, aber du könntest ja mit Tobi Abstreiter zum Beispiel jetzt so eine Maßnahme durchführen, Beispiel jetzt, ohne groß nachzudenken. Jetzt natürlich, das kannst du. Du hast jetzt gerade eine WM gemacht. Wir wissen ja auch, that's a hockey, you know, it's only a game. It's only a game. Ja. Apropos, weil wir gerade über Tobi Abstreiter oder weil ich Tobi Abstreiter genannt habe, hast du U20-WM was von gesehen? Ich habe keine Zeit, die haben durchgespielt. Ich glaube, vielleicht mal 10 Minuten gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Spiel, aber also eigentlich nicht wirklich was, nee. Ja, weil rauf und runter spricht die Eishockey-Welt ja von Connor Bedard. Mhm. Den hast du schon aber mal am Stäbchen gesehen, oder? Auf den Highlights, ja. Ziemlich. Sieht ganz gut aus mit 17, ziemlich, oder? Ja, brutal. Der hatte auf Elite Prospect in der letzten Woche 250.000 Klicks. Mhm. So viele wie noch kein Connor McDavid oder irgendjemand zuvor innerhalb von 7 Tagen. Also der ist die neue Hockey-Sensation. Ja, und dann kommt er jetzt zurück von der WM und macht im ersten Spiel schon wieder im Verein, glaube ich, 4+2, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist schon... Ja, sieht nicht so schlecht aus. Weiß nicht. Also ich habe mal gegen Connor McDavid bei einer Weltmeisterschaft gespielt und man sieht auch, was der drüben spielt mit dem Leon Dreisattel zusammen. Mhm. Das ist schon abartig, aber ich... Wird interessant zu sehen, wie der sich dann auch auf jeden Fall macht. Ja. Das verfolgen wir natürlich, auch in der Eishockey-Show. Aber in erster Linie verfolgen wir die Penny DL. Ja. Ja, live bei Magenta Sport. Yasin, jetzt haben wir dich schon über die Maßen hier strapaziert, aber zumindest haben wir ja Baklava angeboten. Hat übrigens Basti besorgt, also ist jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen. Ne? Immer hier Ich sorge mich um die Gäste first. Hier. Ja, wir freuen uns ja so, dass Gäste auch wieder kommen. Ja. Genau, also wir haben uns gefreut, dass du da warst. Premierengast hier live im Studio. Und ja, beehr uns mal bald wieder. Wünschen weiterhin viel Glück. Danke. Beim Scoring, aber natürlich vor allem beim Erfolg mit der Mannschaft. Ihr dürft es aber übrigens trotzdem spannend machen. Das sage ich jetzt mal so neutral natürlich an alle Eishockey-Fans da draußen. Ja. Ne? Also Regular Season könnt da vorne wegcruisen, aber nicht, dass das jetzt auch noch in den Playoffs nachher passiert. Wir hätten gerne eine spannende Meisterschaft. Kannst du gerne weitergeben an die Trainer und an die anderen Spieler. Scherz beiseite. Ja, dann darfst du natürlich gerne die Heiligen Hallen hier verlassen. Der Weg ist noch weit bis zur Hall of Fame, aber du hast heute auf jeden Fall Footprints hinterlassen. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind noch nicht ganz fertig, weil auch das habe ich mir sagen lassen. Noch ein Geschenk, oder? Dass man bei türkischen Gästen gerne türkischen Kaffee reicht. Stimmt das, Yasin? Ja, kann... Also ich habe es bisher noch nicht bekommen, aber danke. Danke. Ich habe auch gesagt, stellt ihr mich da bloß? Und ich habe echt bei uns, bei meinem Nachbarn und alles, mir gedacht, verarscht mich ja nicht. Du hast schlecht recherchiert, so. Und er hat gesagt, nein, ich verarsche dich nicht, ist echt so, dass man oft Kaffee oder türkischen Tee mitgibt seinen Gästen, die kommen. Dankeschön. Gerne. Yasin, vielen Dank fürs Kommen. Verabschieden dich. Danke. Und, bis bald. Yasin hat noch was mitgebracht. Ja, genau. Dann darfst du das natürlich noch gerne signieren. Du darfst auch noch. Wir geben Yasin ja auch was mit. Komm, wir geben alles mit, was wir hier haben. Serge.
Ja? Soll ich jetzt hier noch? Ja, für ein Yasin natürlich. Ja, ja, genau, das wird er sicherlich aufhängen. Ja, ganz bestimmt. Ja, ja, genau. Danke. Guck mal hier, neben die, für die Wand, wo die ganzen Fotos von der Olympia hängen. Das ist so ein Einrahmen, bitte. Ja. Kann ich den Bierdeckel auch? Ja, den Bierdeckel darf ich auch. Den keiner mag. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ist der letzte, den wir haben. Das hast du jetzt zugesagt, übrigens. Hat er schon unterschrieben, Amelie? Sehr gut. Ja, lassen wir es nicht da, weil wir wollen das ja verlosen. Ja, das geben wir nachher noch weiter. Ja, klar, super. Yasin, wo ist die Signatur? Da unten, sehr gut. Ja. Da, perfekt. Yasin, dann gute Fahrt. Komm gut nach Hause. Dankeschön. Und Yasin, wir sehen danke. Uns danke. In der Eishalle. Ja. Ja. Okay. Ciao. Danke. Ciao. Danke. Ciao. Danke. Ciao. So, jetzt haben wir übrigens... Der Yasin ist so ein netter Gast. Sehr netter Kerl, ja. Ein bisschen Tempo aufzunehmen trotzdem. Es macht auch Spaß, mal jetzt hier Gäste zu haben, muss man ja, genau. Das ist schon was anderes. Aber wir müssen Tempo aufnehmen, weil unser nächster Gast ist schon in der Pipeline, aber wir wollen natürlich... Ihr dürft raten, wer sie... Links ist wer? Rechts ist Tyler. Nein, rechts ist Tyler. Links ist das jetzt gesehen haben, hat Sascha Banane. Wenn er schon anruft, dann stellen wir ihn natürlich. Hat Rick erkannt, dass du es warst, Sascha? Ja, ja, genau. Ja. Genau. Oder dachte er, du bist... Man weiß es immer noch nicht so genau. Pass auf, wir müssen natürlich noch, liebe Eishockey-Fans, und ich glaube, das interessiert euch brennend und ihr könnt jederzeit auch mitmachen, eure Meinung sagen, hier bei uns in der YouTube-Kommentarleiste, logischerweise, wir werden das immer mit reinnehmen. Wir müssen über diese zwei sehr besonderen Entscheidungen sprechen, die sich zugetragen haben in der Deutschen Eishockey-Liga, in der Penny DL. Und deshalb bitte ich Mike mal vielleicht, uns diese Szene nochmal vorzulegen, wo es ja jede Menge Trouble zu gab, Diskussionsstoff. Fang mal an, am besten, glaube ich, mit dem Spiel am Freitag, Iserlohn gegen Bremerhaven. Ja. Weil da auch unser Gast ja gleich Schiedsrichter war. Das ist die Szene nach dem Schuss von Casey Bailey. Schuss kommt, geht an die Latte und dann raus. So, und jetzt muss man kurz noch mal festlegen, bei dieser Situation wurde on ice kein Tor gegeben. Genau, wurde ausgewunken. Ja. Und dann gab es einen Videobeweis, der etwas länger gedauert hat. Der die 5-Minuten-Terrine etwas überdauert hat. Ja. Er dauerte gute 7 Minuten. Was ungefähr kann man in 7 Minuten alles machen? In 7 Minuten? Ja. In 7 Minuten? Außer auf den Videobeweis schauen. Da fährst du zum Beispiel in 7 Minuten fährst du am Hauptbahnhof los. Und bist praktisch schon am Flughafen in München. Ja. Okay. Du steigst praktisch am Hauptbahnhof in München in den Flieger nach Mallorca ein. Naja, also es hat sehr, sehr lange gedauert. Und da hat natürlich sich jeder gefragt, warum hat das so lange gedauert. Und am Ende, nach dem Videostudium, wurde dann von Benjamin Hoppe und von Roman Goffmann Tor gegeben. Genau. Und das ist eine Causa, die natürlich Eishockey Deutschland seitdem schon aufwühlt, darf man, glaube ich, sagen. Genau. Es war auch ein Tor, muss man auch so sagen, Bremerhaven hat 3-1 geführt. Richtig. Das war der Anschluss zum 3-2 und im Anschluss gewinnt Iserlohn dieses Spiel. Mhm. Genau. Und über diese Szene und insgesamt über diese Situation werden wir gleich mit Benjamin Hoppe sprechen, der da auf dem Eis beteiligt war und entscheidend beteiligt war, weil er der Schiedsrichter dieser Partie war. Aber es gab ja dann am Sonntag, das wollen wir vorher auch noch mal kurz den Eishockey-Fans mit auf die Reise geben, auch wenn ihr das wahrscheinlich alle gesehen habt, kann ich mir vorstellen, Köln gegen Augsburg. Beim dritten Outdoor-Game, Tor von Köln, Fragezeichen. Baptiste hier mit dem Schuss on Eis, muss man wieder sagen, kein Tor. Und dann gab es den Videobeweis. Pfosten-Latte-Linie so ungefähr. Genau. Es ging natürlich um die Szene, wo der Puck jetzt gleich hier, nachdem er da runterknallt, einmal liegt hinter Endras oder am Schoner da vom Endras. Ja. Und entscheidend ist ja immer, ist der Puck komplett hinter der Linie und hat keinen Berührungspunkt mehr mit der Linie. Und dann wurde nach Studium Videobeweis auch kein Tor gegeben, obwohl man anhand der Bilder, die es in dem Moment gab, sagen konnte, der sagen Puck hätte war können. Schon sagen vielleicht hätte sagen können. Hätte können. Sagen hätte müssen. Es spielen aber, da spielen mir zu viele Faktoren. Es gab allerdings, das auch nochmal angemerkt, bei dieser Szene, die in Köln sich zugetragen hat, keine Übertorkamera, weil Outdoor-Spiel. Genau. Im Vergleich zur anderen Szene zuvor. Ganz genau. Und da, wir haben auch ein gutes Beispiel, Video, das wir später noch einspielen, denn da spielt auch der Winkel natürlich der Kamera, wo dieser Puck liegt, eventuell eine Rolle, dazu aber später mehr. Und jetzt finde ich erstmal sehr, sehr mutig und ich finde es sehr stark von der Deutschen Eishockey-Liga insgesamt und von Benny Hoppe, dass er heute zu uns live in die Sendung kommt, denn die letzten Tage waren für ihn sicher keine allzu leichten. Ich glaube, Benny, das kann man so sagen, oder? Erstmal schönen guten Abend. Servus.
Ja, super, ja, dass das geklappt hat. Schönen guten Abend. Hallo zusammen. Benni, der Basti hat es gerade schon erwähnt, bevor wir vielleicht einsteigen auch so in die Arbeit und was dahinter steckt, gerade bei dem Thema Videobeweis, was wir gerade schon mit diesen zwei Beispielen, die du natürlich bestens kennst, so ein bisschen angedeutet haben. Wie geht's dir mal ganz ehrlich persönlich auch nach so einer ja, besonderen Situation, wo man natürlich weiß, dass man was falsch entschieden hat, wo man dann auch mit umgehen muss. Ich glaube, so geht es jedem im Leben, der Fehler macht in seinem Job, die man ungern macht, logischerweise. Wie war das für dich persönlich? Wie hast du das verpackt? Wie waren so die Stunden, vielleicht auch Tage danach? Ja, vielen Dank erstmal der Nachfrage. Aktuell geht es mir wieder gut. Man kann tatsächlich sagen, dass nach dem Freitag die Gefühle ein bisschen Achterbahn gespielt haben nach so einer Entscheidung, die wir fälschlicherweise dann entschieden haben. Man versucht natürlich aus der Situation daraus zu lernen. Man versucht die Situation natürlich im Nachgang aufzuarbeiten, was wir getan haben. Das ganze Prozedere hat sich tatsächlich bis heute früh durchgezogen. Dadurch, dass der Spielplan ja relativ eng getaktet ist, und gestern natürlich auch ein voller Spieltag war, war ich gestern auch dann wieder im Einsatz. Dementsprechend habe ich dann Samstagabend mit dem Thema erstmal abgeschlossen, sodass der Blick dann nach vorne natürlich Richtung Eishockey wieder fällt. Aber im Nachgang ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann jetzt total entspannt diese Bilder sieht, ohne Druck, den wir dann da auf unseren Schultern haben. Benni, gleich mal vorab. Es ist sicher, also es ist nicht laut meinen Aufzeichnungen das vierte Phantomtor in Anführungszeichen. Also ein Tor, das gegeben wurde, obwohl es keines ist. Lass uns davon erst mal wegkommen, weil ich glaube, auch für dich ist klar, weil du hast danach auch gesehen, das war eine Fehlentscheidung. Ja, und es war Latte und kein Tor. Da gibt es, glaube ich, keine Diskussion. Es ist in diesem Fall dann eine Tatsachenentscheidung, die so steht. Aber lass uns doch mal da gleich vielleicht auf deine Arbeit eingehen. Erstens, Schiedsrichter, du bist schon immer mal der Buhmann, obwohl du noch keinen einzigen Pfiff gemacht hast, weil du eben zwischen den Teams stehst. Das ist nun mal so. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten unter einem unheimlichen Druck, der von drei Seiten herrscht, Publikum und beide Mannschaften. Auch das steht außer Frage. Das muss man wollen, das muss man dann auch können. Ihr habt euch ja auch bewusst für den Job des Schiedsrichters da entschieden. Nimm uns doch mal kurz mit, inwieweit ihr den Druck vor solchen Entscheidungen, bei solchen Spielen einfach auch spürt, der auf euch lastet. Grundsätzlich ist es natürlich das Wohl oder Übel eines Schiedsrichters, Entscheidungen zu treffen. Wie du so schön gesagt hast, dafür haben wir uns ja auch entschieden. Grundlegend macht die Schiedsrichterei ja auch sehr viel Spaß. Wir sind ja dafür da, das Spiel sicher und fair zu halten. Am Ende des Tages können wir natürlich über viele Situationen sprechen und vielleicht auch das ein oder andere besser machen. Wir sind nicht fehlerfrei. Das müssen wir auch hier auch nochmal unterstreichen. Druck, wie du sagst, kommt von allen Seiten. Man muss mit diesem Druck umgehen können. Mittlerweile kommt aber auch mit der Erfahrung, kommt dieser Druck erstmal von außen überhaupt gar nicht mehr an. Also ich kann mittlerweile damit relativ gut umgehen. Aber in so Situationen, wenn wir jetzt einfach mal den Freitag widerspiegeln, wenn Druck von allen Seiten dann kommt, insbesondere bei so Videosequenzen oder Videobeweissituationen, steigt dieser Druck enorm. Alle, die in ihrem Leben schon mal Entscheidungen getroffen haben, ob es jetzt beruflich oder im Sport ist, können das vielleicht ganz gut nachvollziehen. Du musst das unter Druck auch entscheiden. Und das macht es natürlich das Ganze nicht einfacher. Benni, der Druck kommt ja auch in unterschiedlichen Stadien unterschiedlich auf euch rüber. Auch Thema Videobeweis, weil es dann eben einfach eines ist. Ihr habt in manchen Stadien, lass es jetzt Iserlohn sein, lass es Augsburg sein, lass es Frankfurt sein. Da seid ihr direkt bei den Zeitnehmern auf den Strafbänken, müsst dort schauen. Da schauen dir drei Leute zu, da sind die Zeitnehmer, da ist vielleicht der Stadionsprecher. Da hauen die Leute aufs Plexiglas, schauen da auch noch mit drauf, während ihr euch versucht zu konzentrieren. In anderen Stadien geht ihr in die Katakomben, habt einen eigenen abgeschlossenen Raum, in dem ihr schauen könnt in aller Ruhe. Ist das vielleicht schon mal oder wäre das eine Grundvoraussetzung, um da eine einheitliche Basis bei jedem Spiel zu schaffen für die Schiedsrichter?
Ich sag mal jein. Also natürlich ist es viel entspannter, in einem separierten Raum in aller Ruhe sich die Bilder anzuschauen, ohne dass du eine weitere Druckwelle spürst. Ganz klassisches Beispiel ist, hattest du jetzt gar nicht genannt, Mannheim. In Mannheim steht der Videobeweis so, dass die Zuschauer hinter dir direkt in den Monitor reinschauen können. Mhm. Ähnlich ist es in Köln. Das ist Wahnsinn. Also du spürst das total, dass da im Rücken dir irgendwie dann noch zwischen 3.000 und 7.000 Zuschauer logischerweise dann noch hängen. Aber dann, wie du sagst, dann vielleicht noch das Off-Eis-Personal, der Stadionsprecher, der drückt auf die Tube, der will wissen, okay, was darf ich jetzt durchsagen? Natürlich ist es oder wäre es angenehmer, wenn wir separiert werden, wenn wir in einem Raum gehen, wie jetzt Berlin oder München oder Nürnberg. Da kann ich aber auch aus Erfahrung sprechen. Da habe ich 2017 in Berlin auch schon mal relativ lang für einen Videobeweis gebraucht. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, dass die Schaumstoffbefestigung oder das Polster im Tor nicht regulär befestigt worden war. Mhm. Und da hatten wir auch ein relativ langes Videostudium. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich einfacher für uns und ruhiger, ohne noch einen weiteren zusätzlichen Druck von außen, einfacher, wenn wir in einem separierten Raum das Ganze entscheiden könnten. Mhm. Ja, ist verständlich, logischerweise. Um das vielleicht nochmal aufzuarbeiten, dann tasten wir uns vielleicht insgesamt auch dann in die richtige Richtung, wo wir vielleicht auch den Zuschauern nochmal komplett erklären können, was da passiert. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen die Außenbedingungen, die Art und Weise, wie ihr arbeitet bei so einer Situation geschildert und dass es da durchaus bessere Möglichkeiten gibt, das vielleicht vom Umfeld zu gestalten. Wenn ihr drauf schaut, wenn einer von euch gesagt hat oder wenn ihr zum Video vielmehr fahrt und euch das anschaut, welche Bilder seht ihr, welche Technik habt ihr, um das auch nochmal vielleicht allen zu erklären? Also grundlegend ist die Technik, die es in der DEL oder in der Penny DEL gibt, ist identisch. Die Bilder, die wir zuerst gezeigt bekommen, sind erstmal die Aufnahmen des Stadions. Sprich, die Übertorkamera, die ja nicht von der Produktionsfirma von Magenta Sport kommt, ist ja installiert, ist ja vorab installiert. Mhm. Wir haben mittlerweile die Anweisung, nachdem es ja tatsächlich auch in der Vergangenheit leider Vorfälle gab mit Videobeweisen, mit der Qualität der Bilder, haben wir die Anweisung zu warten, bis wir das gesamte Bildmaterial zugespielt bekommen. Das funktioniert in der Regel relativ schnell und einfach, weil Magenta Sport in dem Fall der Herr im Übertragungswagen oder die Dame die Bilder aufbereitet und dann wieder zurück an den Videobeweis schickt. Mhm. Diese Bilder stehen uns dann auch irgendwann zur Verfügung. Heißt aber, das kann tatsächlich eine Sekunde oder einen Moment dauern. Das kommt halt leider Gottes immer drauf an, wie schnell da die Gewerke arbeiten. Also haben wir auf jeden Fall schon mal geklärt, dass der Zuschauer einordnen kann. Letztlich sieht der Zuschauer das, was ihr auch seht, in welchem Zeitraum jetzt auch immer, mal eine Sekunde plus minus, aber grundsätzlich sind es dieselben Bilder. Man soll sich ja, glaube ich, auch die Zeit nehmen, dass man das wirklich alles auch ordentlich abschließt. Die andere Sache ist natürlich, jeder Zuschauer hat einen tollen HD-Fernseher, hat einen Riesenteil zu Hause, hat UHD, was weiß ich alles. 4K. Ja, was du alles hast, ist Wahnsinn. Rick hat auch sowas, deswegen schaut er jetzt Fußball, weil er jeden Grashalm da sieht und freut sich wie ein Schnitzel. Ja, ist schön. Aber Benni, auch da nochmal, bei euch ist das nicht die Qualität zum Teil auf diesen Monitoren, die der Zuschauer zu Hause hat. Auch das muss man festhalten. Da muss man natürlich sagen, dass wir als Schiedsrichter uns erhoffen, wenn wir zum Videobeweis gehen, dass uns natürlich das bestmöglichste Videomaterial zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Bedeutet natürlich unterm Strich auch die Technik. Die Liga, die Penny DL und die Clubs sind natürlich ständig dran, diese Prozesse und diese Technik auch zu verbessern. Kann natürlich sein, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dass es eventuell mal ein bisschen länger dauert, bis die richtigen und aufgearbeiteten Bilder tatsächlich uns vorliegen. Mhm. Mikey, genau, du hast Benny, was. Über unser WhatsApp Phone kam jetzt auch eine Frage rein, weil ihr sozusagen in der Halle mit Zeitdruck und auch irgendwie im Hintergrund den Fans das Ganze arbeiten müsst, aber es gibt ja an sich auch einen Situation Room in Neuss, wo auch genügend Leute wo drin sitzen und sich das in Anführungszeichen in Ruhe anschauen können. Wäre das nicht auch für dich
oder für euch Schiedsrichter eventuell eine Option? Oder würdet ihr sagen, das wäre gut, wenn das analog zum Kölner Keller aus dem Fußball nicht auch dann da angeschaut werden würde oder ihr mit denen nochmal Rücksprache halten könntet? Also so identisch wie den Kölner Keller beim Fußball würde ich es jetzt bei uns nicht halten, weil ich glaube, wir sind relativ stark, was den Videobeweis angeht. Wir haben tatsächlich eine Quote, würde ich jetzt behaupten, von 97-98% richtige Entscheidung. Leider Gottes, wie wir an dem Freitag jetzt sehen, bleiben 2% eventuell mal hängen. Gut, dass du es ansprichst oder der Zuschauer ansprichst. Natürlich haben wir jetzt so oft von Druck gesprochen. Diese Instanz, wie jetzt das genannte Game Center in Neuss, wenn da ein Operator sitzen würde, mit dem wir Kontakt hätten, würde uns natürlich den Druck abnehmen. Bedeutet, wir könnten uns mit dem unterhalten, analog als Beispiel zur IHF. Bei Videosituationen bei einem IHF-Turnier, Weltmeisterschaften, bekommt der Schiedsrichter, wie das wahrscheinlich schon viele eisige Zuschauer gesehen haben, ein Headset auf und hat Kontakt zu dem sogenannten Video-Operator. Dieser hilft natürlich dann auch bei der Entscheidungsfindung. Ja? Game Center Noise wäre so eine Instanz, wäre natürlich für uns definitiv ein weiteres Hilfsmittel, um uns natürlich auch da ein bisschen den Druck zu nehmen. Definitiv. Also ich finde das persönlich, weil es bei der IHF, weil es auch in der NHL ist, für mich persönlich ist es vielleicht das, was kommen muss, auch mit solchen Fehlentscheidungen, dass man sagt, wir nehmen den Druck von den Refs auf dem Eis und es wird eben nicht von den Refs auf dem Eis entschieden. Gerade, also die müssen natürlich Herr der Lage bleiben und sollen das Spiel ja auch leiten und denen soll auch nicht reingepfuscht werden. Aber gerade bei solchen Entscheidungen, ob Tor oder nicht Tor, und wir wissen auch, der Kamerawinkel, du hast die Latte und hast dann die Linie versetzt. Auch das ist verdammt schwer zu entscheiden in diesem 2D-Bereich. Wir haben heute lange diskutiert schon, Sesh, ja, ob man das wirklich genau sagen kann, ob der über der Linie ist oder nicht oder irgendwas. Für mich fällt die Last von den Schiedsrichtern nur, wenn du diese Entscheidung nicht die Refs auf dem Eis treffen lässt, sondern andersweitig von außen in einem Situation Room, wo auch immer das ist, von einem unabhängigen Schiedsrichter, der nicht auf dem Eis ist. Das nimmt unheimlich Druck, glaube ich, von den Jungs und dann auch aus dem Eisstadion insgesamt hinaus. Ja, der aktuell natürlich dann auch nur auf letztlich eine 2D-Entscheidung schauen könnte. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ganz kurz, Benjamin, weil wir gerade über die Entscheidung, die ihr ja eigentlich auch nehmen wollt und treffen wollt, weil dafür seid ihr ja auch Schiedsrichter grundsätzlich. Es geht ja jetzt vor allem für den ganz problematischen Fall, wo man es nicht 1:1 erkennen kann, dass man noch eine Hilfsinstanz hat, wie du es gerade beschrieben hast. Wer ist denn für euch auf dem Eis, beziehungsweise dann beim Videobeweis eigentlich die letzte Instanz, wenn ihr zu zweit dahin geht? Wie ist da das Prozedere zwischen euch Schiedsrichtern? Nehmen wir das einfache Beispiel vom Freitag. Der sogenannte Schiedsrichter R1 ist in dem Fall meine Wenigkeit gewesen. Und wenn es Unstimmigkeiten zwischen dem Schiedsrichter R1 und R2 gibt, also sprich zwischen mir und meinem Schiedsrichterkollegen, dann habe ich die letzte Entscheidungsinstanz, weil ich quasi die Entscheidung auch bereits auf dem Eis getroffen habe. Benni, nur noch mal fürs Verständnis. R1, wie du es nennst, ist nicht, und da kamen wirklich Fragen auch von Zuschauern, auch in den Stadien, R1 ist nicht, wie ihr auf dem Spielbericht gelistet seid, R1 Goffmann, R2 Hoppe, sondern es geht darum, wer die erste Entscheidung getroffen hat, richtig? Das ist korrekt, ja. Auf dem Spielbericht meines Wissens nach ist R1 immer der im Alphabet zuerst genannte und R2 der zweitgenannte vom Alphabet, vom Nachnamen her. Das hat mit der Entscheidung auf dem Eis in der letzten Instanz dann nichts zu tun. Ja, bitte. Wir müssen mit Benni ja auch irgendwann, wir haben jetzt, glaube ich, schon viel drumherum aufgearbeitet, aber Benni, du musst uns auch mal erklären, weil es einfach der Fakt ist vom Freitag, was hat dich da geritten, diese Entscheidung so zu treffen, weil auf dem Eis, müssen wir auch noch mal sagen, war deine erste Entscheidung dann ja kein Tor. Die Bilder, die uns vorlagen zunächst, haben wir leider Gottes Vermutung aufgestellt und Vermutungen, die wir nicht widerlegen können, weiß leider jeder, können wir nicht overrulen. Und wir haben uns da so festgefahren in unseren Vermutungen, so dass wir quasi was gesehen haben, was wir gar nicht sehen wollten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal der Nachteil an so einem Videobeweis oder an so einer Videobeweissituation. Das Einfachste, klar, im Nachgang ist man immer schlauer.
wäre gewesen, wenn wir natürlich gesagt hätten, okay, die Bilder widerlegen nicht das Ganze, widerlegen nicht die On-Ice-Entscheidung, wir bleiben bei der On-Ice-Entscheidung bestehen und haben kein Tor. Und nach was für Kriterien richtest du dich da? Habt ihr euch aus deinem Blickwinkel jetzt von Freitag, um das vielleicht auch für draußen verständlich zu machen, schaust du da nur, wo ist der Puck? Schaust du da nur diesen kurzen Bereich, Latte drin, wo sehe ich den Schatten, wo sehe ich den Puck? Oder orientiert man sich vielleicht auch an solchen Sachen, wie springt der Puck ins Feld zurück zum Beispiel? Das wäre so mein erstes Mal, als ich das gesehen habe, war das aus der Hintertorkamera. Und da siehst du, wie der Puck wieder, also weißt ja gar nicht, ob der drin war oder nicht und an der hinteren Latte oder vorderen Latte, sondern allein wie der zurückspringt. Und ich glaube, auch das sind ja Erfahrungswerte, die ihr dann im Laufe der Jahre ansammelt, oder? Natürlich bezieht man da mehrere Faktoren mit ein. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Ja, dann natürlich auch ein bisschen gerade bei Lattentreffern oder bei Pfostentreffern gab es eventuell bei der Schusssequenz ein Geräusch. Also man hört ja auch immer dieses klassische Bing. Natürlich kann man sich da nicht drauf hundertprozentig verlassen, aber das ist ja auch schon mal ein Indiz eventuell, okay, war er jetzt an der Latte, war er jetzt eventuell am Pfosten. Mhm. Da spielen natürlich mehrere Faktoren eine Rolle, die wir auch am Videobeweis einbeziehen. Und da spielt natürlich auch ja, ein bisschen der Erfahrungswert eine Rolle. Ja, und anhand der Bilder muss man natürlich dann sagen, okay, können wir die Entscheidung stehen lassen oder haben wir hier ein Bild, was definitiv die Entscheidung auf dem Eis widerlegt. Mhm. Und ihr könnt auch, das muss man auch noch dazu sagen, sorry Sash, ihr könnt auch eine Lupe verwenden. Das heißt, ihr könnt diese Situation auch vergrößern bei euch am Videobeweis. Habt ihr da vielleicht das ist korrekt. Alles zu sehr vergrößert, dass es dann vielleicht auch zu pixelig war, um dann nicht mehr den Puck zu sehen, sondern irgendeinen Schatten oder irgendwas? Wie erklärst du dir das? Also natürlich, umso mehr du jetzt als Beispiel diese Lupe, die du jetzt ansprichst, umso mehr du sie vergrößerst, umso weniger siehst du die Scheibe. Mhm. Da ist natürlich irgendwann dann nur noch ein Schatten oder ein Strich zu sehen. Es gibt natürlich auch dieses Bedienteil von dem Controller oder von dem Operator, der uns da vor Ort hilft, vom Heimclub. Da kannst du natürlich auch jede Sequenz vor- und zurückspulen. Du kannst eine Slow-Mo dir zeigen lassen. Du kannst natürlich alle Kameraperspektiven dir einspielen lassen, die natürlich auch den Zuschauern zu Hause zur Verfügung stehen. Ja, aber wie gesagt, um auf das Thema Lupe nochmal zu kommen, das hilft dir jetzt in den Situationen nicht. Okay. Jetzt ist das die eine Entscheidung. Basti hat ja gerade auch schon mal das Thema aufgemacht, da würde ich gerne noch mal mit weitermachen, wie schwer das ist, ja letztlich auch einen bestimmten Winkel zu erkennen, was ja auch in Köln jetzt zum Beispiel beim Outdoor-Game der Fall war. Und Mike, du kannst vielleicht das mal unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mal zeigen. Es gibt da ja auch ein ganz interessantes Video, ich glaube von der NHL kommt es ursprünglich, ne? Ja, oder von einer... Von Sportsnet, also ja, von, genau. Rund um die NHL, so genau. Ist es richtig. Von den Kollegen. Hau das mal raus, weil da erklärt man, glaube ich, ganz gut, wie schwer das ist, das wirklich mit richtig einem... Richtig einzuschätzen, ja. Ja, genau, mit einem ganz normalen Blick einzuschätzen. So, wir schauen mal, genau, da gibt es ein paar Viewpoints mit der Linie, mit dem Eis und wo der Puck unter anderem liegt, Benny. Ich nehme ihr an, ihr habt das schon ein paar Mal auch euch reinziehen müssen, oder? Ja. Definitiv, ja. Genau. Ist aber für die Zuschauer wirklich extrem interessant. So, und auch in der NHL gibt es da eben das ein oder andere Ding. So, und jetzt mal Blick auf den Puck. Würde jeder normale Mensch jetzt sagen, es müsste natürlich ein Tor sein, ja, in der Art und Weise, wie der Puck hinter der Linie gesehen wird. Aber dadurch, dass das natürlich ein bestimmter Winkel ist, den die Kamera jetzt gerade zeigt, heißt das nicht automatisch, es ist de facto ein Tor und der Puck ist wirklich 1:1 hinter der Linie. Sondern jetzt wird dann auch mal gezeigt, wie sich dieser Winkel verändert. Und das ist ein schönes Beispiel in allein diesem Studio. Allein jetzt mal hinschauen, genau. Wo der Puck liegt. So, das ist ein Winkel. Und da sagst du natürlich sofort, ja klar, Tor. Genau. Und dann schauen wir mal auf einen anderen Winkel. Womit wir wieder eher bei einer Übertorkamera ja. Wären jetzt. Ne? Genau. Und jetzt schauen wir mal, wie klar der noch auf der Linie liegt. Also relativ klar. Es gibt wirklich niemanden da. Du hast angefangen zu sprechen. Also,
ein sehr interessantes, sehr interessantes Video, das auch zeigt, diese Schwierigkeit, wo kommt die Kamera, wo schießt die hin? Mhm. Jetzt ist das natürlich dieses Parallax View, das ist ja klar, da geht es ja immer darum, das kann ja jeder zu Hause auch mal nachmachen, da geht es um dieses stereokope Sehen. Wenn ich jetzt, das sind zwei überlappende Bilder, ja, dadurch sehen wir ja dreidimensional, sonst würde das nicht funktionieren, was wir hier so einigermaßen machen. Aber man kennt das ja mit diesem Finger, wenn man den mit dem linken und mit dem rechten Auge anguckt oder auf den Punkt, dann springt das ja. Ne? Und du hast ja ein dominantes Auge. Deshalb ist das natürlich dann bei jedem auch ein bisschen unterschiedlich, wie er dieses Bild theoretisch sehen würde. Ja. Jetzt ist das aber eine animierte Grafik, letztlich 3D. Ne? Also die Frage ist ja immer irgendwann, wenn du den Winkel veränderst, du bist ja irgendwann in so einem 3D-Umfeld. Wir aktuell haben ja im Fernsehen nur 2D. Wir senden ja nicht 3D. Das heißt, das betrifft ja auch Benjamin und Kollegen. Sie müssen ja auf dem Videobeweis auf ein 2D-Bild schauen. Also und Sie müssen theoretisch das, auch... Was jetzt theoretisch ja von dem Winkel zum Beispiel jetzt in Köln möglich gewesen wäre, dass der Puck wirklich de facto nicht im Tor war, so wurde es jetzt gegeben, aber man weiß es ja nicht hundertprozentig, anhand dieser Idee hätte er ja theoretisch auch auf der Linie sein können, so wie es auch entschieden wurde, ne, ja. Zum Beispiel. Aber du kannst es ja nur mit dem 2D-Bild aktuell entscheiden und da hätte ich jetzt ein Tor gegeben. Und die Frage ist ja, Benjamin, ihr könnt das ja nur... entscheiden, so wie ihr es seht. Ihr könnt euch ja nicht ausdenken, okay, der Winkel hätte theoretisch so sein können, wenn man das Tor vielleicht ein bisschen anders sieht und die Übertorkamera ist möglicherweise ein bisschen verschoben, nicht 100% von oben drauf. Haben wir ein Bild, wie die Einstellung der Übertor in Deutschland derzeit ist ungefähr, Mike? Weißt du, dass die Zuschauer auch mal sehen, Latte und Torlinie sind ja verschoben vom Winkel? Also ich kann mal noch das, was wir vorhin gezeigt haben, das, sorry Benni, das ist jetzt dann wieder dein Fall vom Freitag. Alles gut. So sieht die Übertor, oder so sieht es jetzt bei uns genau. aus dem genau. TV-Bild aus. Da sieht man ja eben auch, dass die Latte nicht über der Torlinie exakt steht. Das heißt, sonst würdest du sie ja nicht sehen. Das heißt, du müsstest theoretisch als Schiedsrichter ja auch noch dir visuell vorstellen, was wäre aber, wenn diese beiden Linien übereinander liegen würden. Genau, genau. Aber dann, die Frage kommt jetzt tatsächlich auch viel im Chat, würde dann nicht auch ein Chip im Puck Sinn machen, der mit einer Torlinientechnik, genau den Chip gibt es ja schon im Puck jetzt mit den ganzen Stats, die kommen, aber dann würde es ja eigentlich, eine Torlinientechnik würde ja auch Sinn ergeben. Ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen schwierig, weil man da Ich glaube, dass vielleicht auch diese Situationen jetzt, Benni, und auch wenn es dich jetzt trifft, aber dass diese Situation vielleicht komplett auch wieder anregt, die DEL, vielleicht uns als Broadcaster, wen auch immer, zu sagen, hey, okay, das ist alles schwierig, vielleicht lohnt es sich wirklich, auch im Hinblick natürlich auf Punkte, die vergeben werden, auf Playoff-Plätze, auf Prämien, da hängt ja ganz viel miteinander zusammen. Vielleicht lohnt es sich, ein bisschen was zu investieren, um das nicht zu revolutionieren, aber anders aufzubauen, um vielleicht dann noch ein bisschen mehr hinzubekommen, dass das realistischer ist und wie du sagst, ja, aber den 3D-Raum zu schaffen. Deshalb ja auch die interessante Frage, Benni, wie würdest du das oder beziehungsweise wie würde das ein Schiedsrichter versuchen zu entscheiden? Auch so eine Situation wie jetzt in Köln, sie ist jetzt da schon gefallen, aber man lernt ja eben auch aus diesen Situationen immer wieder. Entscheidest du dann 1:1 nach diesem Bild, also sprich nach dem 2D-Bild, oder stellst du dir automatisch vor, das ist ein anderer Winkel, den ich gerade sehe, theoretisch könnte er auch noch dran gewesen sein und arbeitest das in die Entscheidung mit ein oder müsst ihr dann nur auf 2D verweisen, weil anders kannst du es ja nicht sehen? Also bei Theorie und könnte und wäre haben wir ja jetzt Freitag gesehen, dass es nicht funktioniert. Natürlich müssen wir anhand der Bilder uns sicher sein. Deswegen ist es enorm wichtig, ja, eine On-Ice-Entscheidung zu treffen. Bei der On-Ice-Entscheidung ist es ja so, dass wir als Schiedsrichter ja irgendwas sehen. Das ist ja wie bei Strafen. Ich meine, natürlich gibt es auch den einen oder anderen Fall, dass eventuell dann doch der Schläger da vielleicht gar nicht dran war. Und wir pfeifen dann trotzdem eventuell in Beinstellen. Bei Torsituationen sind wir, was unser Positionsspiel angeht, sind wir dazu angehalten,
schon relativ nah, wenn Torsituationen passieren, die beste oder die bestmöglichste Position einzunehmen. Mhm. Und aus dieser Position müssen wir eine On-Ice-Entscheidung treffen. Eigentlich dient der Videobeweis ja auch wirklich nur dazu, unsere Entscheidung auf dem Eis, die wir ja bereits eh schon gesehen haben, zu bestätigen. Ist das für dich dann aber trotzdem noch eine Tatsachenentscheidung? Sorry, was? Nochmal bitte? Es wird ja immer von Tatsachenentscheidung auf dem Eis gesprochen. Videobeweis, zählt das für dich eigentlich klassisch noch dazu? Es wird ja immer auch als Tatsachenentscheidung dann so weitergegeben. Ich finde ja immer, wenn man auf dem Video was kontrolliert, ist das für mich ja keine Tatsachenentscheidung mehr. Das ist ein guter Punkt. Also, ja, es wird ja klar, also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, wir geben das Tor aufgrund welcher Situation auch immer, wir geben ein Tor, mhm, wir gehen zum Video, sehen aber zum Beispiel eine Regel oder ein Grund, dieses Tor nicht zu geben, dann haben wir es aber auf dem Eis nicht so wahrgenommen. Ich finde, da kann man dann schon diesen Videobeweis mit einbeziehen. Mhm. Natürlich ist es dann nicht mehr unsere Tatsachenentscheidung vom Eis, aber vielleicht haben wir in der Sequenz, ich meine, wir sprechen ja immer noch von der schnellsten Mannschaftssportart der Welt, in dieser Sequenz vielleicht, lass es eine Torhüterbehinderung sein, lass es einen hohen Stock sein, das Tor ist vielleicht bereits schon vor der Situation aus der Verankerung, was man in dieser Millisekunde gar nicht wahrnimmt. Genau, das hatten wir auch im Vorfeld mal diskutiert, dass es ja auch mal noch so ein Punkt ist. Ne? Selbst wenn du eben dachtest, das Tor steht vielleicht nach 2-3 Mal rausspringen, nicht 100% wieder 1:1, ne? So wie es vielleicht dann zu 100% sein sollte. Super interessant. Was mich noch mal interessiert, die Qualität der Bilder. Du pfeifst in allen Stadien dieser Republik in der deutschen Eishockey-Liga. Kannst du als Schiedsrichter sagen, ja, der Videobeweis ist einheitlich in jedem Stadion in der deutschen Eishockey-Liga? Oder musst du sagen, ja, da gibt es schon echt Unterschiede? Also der Standard, den wir haben, sollte sich natürlich nicht abweichen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was da jetzt natürlich im Endeffekt für ein Bildschirm steht, für einen Monitor. Aber grundlegend kann ich sagen, dass es da keine großartigen Unterschiede gibt. Obwohl man immer wieder hört, wir können das, glaube ich, auch bestätigen. Es ist immer auch mal, das, was wir so gesehen haben, auch schon auch mal ein Unterschied, was für die Jungs ja nicht so einfach ist. Ich finde schon auch. Ne? Und ich glaube, das macht es euch auch nicht immer ganz einfach. Aber wir sind ja auch Leute vom Fernsehen. Ne? Wir gucken natürlich ganz besonders auf die Auflösung. Ja, ich schaue da auch hin und wieder. Da muss ich aber als Laie natürlich sagen, ne? Ich bin jetzt kein TV- und IT-Spezialist. Das betrachte ich jetzt aus der Schiedsrichtersicht. Ne? Ja. Nee, ich schaue da auch ab und zu wirklich in einigen Stadien hin und schaue mir auch diesen Monitor an. Ja. Den die Schiedsrichter haben. Und ich sage aus meiner Sicht, das ist nicht immer ganz einfach für die Jungs. Mhm. Und Benni, nochmal dazu, wir wollen dich weder verurteilen hier, noch wollen wir sagen, alles Mist und alles Müll. Wir finden es erstmal klasse, dass du überhaupt hier zu uns kommst. Und wir hoffen natürlich auch, dass du dadurch vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer ein bisschen aufmerksam machst und sagst, hey, warum eigentlich immer auf die schimpfen, weil die gehören zum Eishockey dazu. Und es gibt nicht mehr so viel Schiedsrichter, muss man auch mal sagen, weil keiner oder wenige diesem Druck noch standhalten oder das überhaupt machen wollen. Auch nebenberuflich dann übrigens. Ne? Genau, auch nebenberuflich übrigens mit vielen, vielen Kilometern im Jahr. Und Benni, deshalb auch die Sache, was hast du alles abbekommen in den letzten Tagen? Verarbeitest du sowas? Sagst du auch, boah, ist zu hart, ich überlege mir da echt, ob ich so noch weitermachen kann, ob das überhaupt Sinn macht für dich? Oder sagst du, hab ein hartes Fell, ich finde es menschlich und ist dann auch irgendwann gut? Also als erstes ist natürlich mein Handy nach der Entscheidung nicht stillgestanden. Ich glaube, das Wichtigste, was wir als Schiedsrichter machen sollten, aber das betrifft jedes Spiel, jetzt speziell natürlich die Situation vom Freitag. Also wir nehmen uns schon vor, diese Kommentare bei Facebook, Instagram oder generell die sozialen Medien überhaupt gar nicht zu lesen. Natürlich kam oder
muss ich ja auch oder kann ich ja oder nicht verschweigen, kam natürlich auch die ein oder andere Nachricht, die jetzt nicht so nett war. Ja, das ist aber im Zeitalter von Social Media relativ einfach, etwas zu verfassen, was natürlich im Endeffekt keine Konsequenz für denjenigen hat. Da gehört natürlich als Schiedsrichter ein sehr dickes Fell dabei. Natürlich macht man sich dann auch Gedanken, ist es das alles wert, nebenberuflich, wie ihr sagtet, wir investieren so viel Zeit in diese Schiedsrichterei, aber unterm Strich sage ich, auch wenn so Situationen passieren, wir sind Menschen, wir müssen dazu stehen, also ich stehe dazu, dass ich einen Fehler gemacht habe und wir müssen daraus lernen. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, dass wir da aus der Situation rausgehen und sagen, okay, wir gehen jetzt mit breiter Brust und mit Blick nach vorne in die nächsten Spiele rein und machen es definitiv besser. Natürlich war die ganze Social-Media-Geschichte relativ voll und das war natürlich Gesprächsthema Nummer eins. International hat mich das natürlich von Kollegen auch erreicht. Aber irgendwann schaltet man dann auch ab. Man sortiert natürlich dann auch aus, auf welche Nachrichten man jetzt halt irgendwie reagiert. Also betrifft jetzt WhatsApp, also meine privaten Kontakte. Natürlich stand ich seit Freitagabend direkt nach dem Spiel im engen Austausch mit der DEL, mit Lars Brüggemann, Willi Schimm, Tino Boos, Jörg von Ameln, standen wir jederzeit im engen Kontakt. Also dass da natürlich auch bis Samstagabend noch der Telefonhörer glühte und wir natürlich auch intern die Situation aufbereitet und aufarbeitet haben. Aber ich kann euch versichern, ja, es kam sehr viel natürlich aus der sozialen Medienwelt. Ja, ja, ja. Deshalb, ja, das trifft ja viele. Ja. Ne? Wenn irgendwas falsch läuft, wird schnell drauf gebasht und hilft manchmal kurz mal innezuhalten und 10 Sekunden drüber nachzudenken, bevor man irgendwas rausgehauen hat und auf Senden drückt. Übrigens immer wieder ein beliebter Hinweis, wie ich finde. Absolut richtig. Nicht, dass ich alles richtig mache, aber ja, meine hast Güte. Recht. Hast recht. Ja. Ganz kurz noch, weil du das gerade erwähnt hast, internationale Rückmeldung, wie muss ich das verstehen? Du hast gerade internationale Kollegen auch angesprochen. Ja, ich durfte ja auch schon die ein oder andere Erfahrung auf internationalen Turnieren sammeln und da haben natürlich auch die Kollegen, die ich dann auch noch privat in Kontakt halte, haben natürlich dann auch nachgefragt, ey, wir haben hier über Social Media, über die Plattform erfahren, hier, was ist da passiert. Wenn du irgendwie jemanden zum Reden haben möchtest oder brauchst, dann kannst du dich jederzeit melden. Also die ganzen Stimmen, die da aus dem Schiedsrichterkreise, auch bei uns in Deutschland, muss ich sagen, da auch vielen, vielen Dank an meine Kollegen und wie gesagt auch ein Dankeschön an die Liga, die auch wirklich da hinter uns steht. Die haben natürlich auch immer ihr offenes Ohr angeboten und zu jeder Zeit uns auch unterstützen wollen. Ja. Benni, würdest du dir da vielleicht noch wünschen, auch wenn es dann auch zwei Mannschaften betrifft und ihr ja so immer zwischen den Stühlen irgendwie sitzt, dass ihr insgesamt so vom Eishockey dann auch von den Teams mehr als Team für die beiden Teams, anstatt vielleicht als Team gegen die beiden Teams auch wahrgenommen werden würde? Also so das ein oder andere Mal wünscht man sich natürlich schon ein bisschen mehr Respekt. Gab es auch Solidarität von Spielern oder so zum Beispiel jetzt? Also ich habe jetzt nichts erfahren. Also gestern war natürlich mit dem Spieltag die Partie, die ich geleitet habe, München gegen Bietigheim, kam es natürlich dann auch bei der Kontrolle des Videobeweises zur Sprache, bei den Operator natürlich. Und die haben natürlich dann auch direkt gefragt, okay, hey, gar nicht so einfach die Situation, mit euch möchte ich nicht tauschen. Mhm. Aus Spielerkreisen kam jetzt natürlich nichts. Also ich bin da aber auch nicht jetzt einer, der privat irgendwie mit Spielern da in Kontakt steht. Aber das Thema ja, Respekt und Fairness ist natürlich so eine Sache. Man muss schon grundlegend sagen, die DEL, die Teams der DEL, die gehen schon mit uns sehr respektvoll um. Man muss natürlich auch unterscheiden, ist es jetzt aus der Emotion raus? Eishockey ist ein sehr emotionaler Sport. Die Zuschauer treiben das Ganze natürlich auch noch an. Wir haben viele Stadien, wo einfach nur ein Hexenkessel ist. Das ist auch, auf gut Deutsch gesagt, auch ziemlich geil. Auch für uns, das macht natürlich auch richtig viel Spaß. Da muss man natürlich auch immer unterscheiden, okay, ist das jetzt respektlos oder ist das jetzt vielleicht ein bisschen aus der Emotion raus? Aber unterm Strich muss ich sagen, die gehen schon gut mit uns um. Umso länger du natürlich auch in der Liga dabei bist, dann kennen die Jungs dich natürlich auch, sprechen dich mit Vornamen an und da geht man schon respektvoll auch miteinander um. Ja, das ist gut zu hören. Abschließend, Benni, können wir eigentlich zusammenfassen, dass für euch eine
in Anführungszeichen hundertprozentige Entscheidung dann eigentlich nur möglich wäre über den Videobeweis, wenn ihr ein 3D-Bild hättet. Man kennt das zum Beispiel aus anderen Sportarten, Hawkeye im Tennis, wo sowas gemacht wird. Plus, wenn ihr auch noch zusätzlich, das hast du ja auch schon angesprochen im Interview, eine Möglichkeit hättet, vielleicht nochmal nachzufragen. Zum Beispiel im Situation Room, also nochmal eine Instanz hinzubeziehen kann, wo man das Ganze nochmal double-checkt oder in dem Fall sogar dann vielleicht den dreifachen Check macht. Ist das so zusammengefasst, das, wie es am besten möglich wäre, mit der bestmöglichen Auflösung natürlich auch der Bilder für euch? Und selbst dann ist es ja nicht unbedingt 100% lösbar, weil selbst im Tennis zum Beispiel gibt es auch einen Millimeter Hawkeye-Fehlertoleranz und ein Millimeter in oder aus geht schnell, ne, bei einem gelben Ball übrigens. Ja. Habe ich das ungefähr so zusammengefasst? Ich sag mal so, natürlich unterm Strich bin ich da auf eurer Seite. Man muss natürlich schauen, okay, was sind die Möglichkeiten, was sind die technologischen Möglichkeiten der Clubs. Mhm. Aber unterm Strich wäre natürlich jetzt einfach mal so eine Instanz, die wir noch zur Rate ziehen könnten, auch noch mal wirklich eine Option, die uns so ein bisschen den Druck natürlich auch nimmt. Oder natürlich, wenn wir jetzt auch hier von der Technologie sprechen, aber das sind natürlich alles, ich sag mal, Zukunftspläne. Wäre natürlich schön, wenn sowas auch in der geilsten Sportart der Welt dann natürlich auch irgendwann bei uns dann halt irgendwann stattfinden, ja. Ja, genau. Aber das ist ja genau das, was ich meinte. Es geht ja gar nicht darum, dass morgen am nächsten Spieltag irgendwas passieren muss. Jetzt sind die Dinge gerade erstmal so, wie sie sind. Das ist der Status quo. Und mit dem seid ihr ja grundsätzlich auch gut gefahren. Und ist ja auch nicht so, als wenn jede Sekunde irgendeine dramatische Fehlentscheidung passiert. Das muss man auch immer sagen. Es war jetzt nur gerade und deshalb kam natürlich sehr viel Druck da auch auf den Kessel thematisch an zwei Spieltagen in Folge. Eine Situation, über die, glaube ich, viele, viele Fans in Eishockey Deutschland diskutiert haben. Definitiv. Ja. Und deswegen auch nochmal großen Respekt an dich, Benny, und vielen Dank, dass du uns hier einfach so offen alles mitgegeben hast, was auch dich persönlich da natürlich durchaus belastet. Absolut. So erstmal persönlich und ich finde es insgesamt schön, dass wir so transparent über dieses Ding heute Abend sprechen konnten. Und deshalb natürlich auch nochmal danke an dich und auch an die Penny DL für diese Offenheit zu diesem Thema. Das ist auch das Feedback, was hier von den Usern kommt. Also grundsätzlich alle großen Respekt, dass du dich hier stellst. Und es gibt auch durchaus welche, die hier schreiben, sie würden keinen Schiedsrichter machen, weil man eben immer da Druck ausgesetzt ist. Und gegen eine Mannschaft muss man grundsätzlich pfeifen. Den Pfiff für beide Mannschaften gibt es noch nicht. Ich möchte mich auch bedanken für die Bühne, die ihr quasi auch mir und natürlich dann auch der Situation oder dem Schiedsrichterwesen hier mal bereitgestellt habt. Und wünsche uns allen noch einen heißen Endspurt und natürlich auf weitere schöne Spiele in der Penny DL. Das sind gute Worte. Dank. Mehr kann nicht mehr kommen. Danke, wie sagt Benny. Man, gut Pfiff? Ja, das ist gut richtig. Pfiff gut weiterhin. Gut. Bis bald in den Stadien. Bis bald, Benny. Ciao, schönen Abend. Gut Pfiff, du. Jetzt sagt so eine Amateurpfeife wie du vielleicht, aber nicht ein wertvoller, ausgebildeter Schiedsrichter. Ja, ich weiß ja nicht, wie die sich verabschieden oder was sie zueinander sagen. Ja. Aber ich finde es einfach klasse. Ich finde es auch gut von der DL, weil es kommt nicht so oft vor, dass die Schiedsrichter sprechen sollen. Ich glaube, da macht man einen großen Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, ich bin ein großer Fan davon, dass die solche Situationen nicht auf dem Eis entscheiden, sondern dass es da eine außenstehende dritte Instanz oder ein drittes Auge drauf gibt, so wie es eben international gemacht wird. Zu dem Thema haben wir ja auch noch eine Umfrage gestaltet. Ich habe schon gesehen, die ist mittlerweile im Chat schon drin, ob den Schiedsrichtern eben die Torentscheidung abgenommen werden soll. Ja. Und aktuell sind es knapp über 60%, wenn ich das richtig erkenne, klar für Nein. Ja. Der Rest für Ja. Es ist, glaube ich, auch. Also Torentscheidung an sich, ja, natürlich soll die bei den Schiedsrichtern bleiben, aber solche knappen Entscheidungen, ich meine, wie es eben bei der WM gemacht wird, dass die Jungs da einen Telefonhörer haben, ein Ding, eine Obeninstanz, Videoschiedsrichter, der vielleicht einen anderen Eindruck hat, der das nochmal anders, ich glaube, das wäre schon extrem wichtig und würde allen helfen. Ja, und das auch in Ruhe. Du hast das ja auch angesprochen, dass die Situation da deutlich anders ist in verschiedenen Stadien, nicht überall gleich. Das ist ja beim Fußball auch mal zu sehen. Ne? Die gehen da an ihren Monitor, die sind in einem Stadion mit 60.000 Menschen drumherum. Das ist vielleicht auch nicht die entspannteste Situation, aber da wirst du nicht belagert. So habe ich immer den Eindruck zumindest. Die gucken verhältnismäßig eigenständig auf diesen Monitor und können sich das dann nochmal angucken. Und ich glaube, das ist ja schon mal ein wichtiger Aspekt, um den Schiris da auch die entsprechende Ruhe zu geben. Weil die brauchst du dann wirklich, ne? Weil das echt so Millimeter sind. Und wenn du es dann noch nicht mal wirklich 100% auch sehen kannst,
Ja, es soll dann kein Fehler passieren, aber im Übrigen, weil auch immer so geschimpft wird natürlich auf die Schiedsrichter, auch nicht ganz unerheblich, der Fakt, dass ja morgen Champions Hockey League Halbfinale unter anderem in Schweden zwischen Göteborg und Luleå, meine ich, stattfindet. Mhm. Auch da pfeift ein deutsches Schiedsrichtergespann international ein Halbfinale der Champions Hockey League. Und da musst du dich schon beweisen, auch international, dass du sowas pfeifen darfst. Also so schlecht sind die deutschen Schiedsrichter definitiv nicht, im Gegenteil, wie ich finde. Ja, und dafür gibt es ja auch immer den Austausch. Auch Benny hat ja schon in anderen Ligen gepfiffen, das ist ja auch immer ganz gut. Kriegst du wertvolle Erfahrung, glaube ich. Wie viele Deutsche auch oft bei einer Weltmeisterschaft auch mit dabei sind. Also, auch. So, kommen wir nochmal zum Sportlichen. Zurück zum... Wir sind doch beim Sportlichen. Gehen wir wieder zurück. Wir wollten ja jetzt noch auf diese heiße Zeit hier eingehen. Ja, auf die heiße Zeit. Die Hotness. Aber noch nicht auf die geilste Zeit, auf die heiße Zeit. Ja, genau. Ja. Die in letzter Zeit geherrscht hat. Und irgendwann ist sie hot und horny. Die Kerzen, die gebrannt haben, rund um den Weihnachtsbaum, hoffentlich nur rund um. Ja. Und nicht so richtig. Und wir haben uns mal vorgenommen, diese nicht so starre Zeit im deutschen Eishockey, in der deutschen Eishockey-Liga zu beleuchten, Mike. Mhm. Eine ganz spezielle Tabelle haben wir hingestellt, richtig? Ja, wir haben jetzt einfach mal vom 20.12. beginnend, das sind ja ungefähr die letzten 3 Wochen, 2,5 Wochen. Zwischen 7 und 9 Spiele haben die Teams da jeweils bestritten. Das ist schon ordentlich. Wer hat da abgeliefert? Naja, abgeliefert München, aber das ist jetzt irgendwie nichts Neues, hat man das Gefühl. Na, vorne die 3 sind ja auch sonst die ersten 3 der Tabelle. Ne? Aber dann würde ich sagen, die Nummer 4 ist Nürnberg. Die 4 ist Nürnberg. Die haben ja im Dezember erstmal zu Beginn, glaube ich, fast gar nichts geholt. Die haben ja sehr viel verloren Anfang Dezember bis Mitte Dezember. Aber haben sich dann gesteigert hinten raus und kommen auch da unten aus der normalen Tabelle, nenne ich es jetzt mal. Aber du siehst schon, dass ich in dieser Zeitspanne jetzt ja wirklich nur marginal was verändert hat. Also Nürnberg macht da einen großen Sprung. Die sind Elfter eigentlich. Die sind Elfter eigentlich. Straubing, Elfter, die sind eigentlich weiter oben. Mhm. Aber ansonsten ist das ziemlich in der Waage zur normalen Tabelle. Aber das siehst du bei Straubing eigentlich auch ganz gut. Finde ich aber schon ein bisschen überraschend. Findest du nicht? Bei Straubing finde ich es natürlich sehr auffällig, weil du gesagt hast, richtigerweise normalerweise oben an Position 4. Aber dadurch, dass sie so gespielt haben und Platz 11 in dieser Ranking dieser Zeitphase rauskommt, ist halt Platz 3 auch wieder ein bisschen weiter weg, logischerweise. Ja, also logischerweise. Das ist das, was aber schau mal, die stehen in dieser Tabelle auf Platz 11 mit einer ausgeglichenen Bilanz von 4 Siegen und 4 Niederlagen eigentlich. Mhm. Also 3,75. Ich mag das mit dem Punktequotienten nicht. Ich bin immer für die normalen Punkte. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Punktequotienten eigentlich noch brauchen. Wer eine schwierige Phase hatte in dieser heißen Phase, rund um Weihnachten und rein jetzt in das neue Jahr 2023, das sieht man deutlich, ist Schwenning, die Wild Wings. Also Berlin, Bietigheim, Augsburg. Ja, das sind ja die auch jetzt gerade unten stehen in der anderen Reihenfolge. Aber darunter eben noch Schwenning, die gar nicht performt haben. Nur 1 Sieg aus 7 Spielen. Ja. Siehst du nicht so gut, oder? 4 Punkte, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben hier. Weil die sind ja eigentlich, insgesamt sind sie 12. Ja. Stand jetzt in der richtigen Tabelle, nicht in unserer Kurztabelle. Aber es war schon eine heiße Zeit, wirklich. Also im Schnitt alle 2 Tage ins Spiel, da geht schon ordentlich was. Die Jasin hat ja auch gesagt, du musst da echt aufpassen, auch mit Ernährung, mit Schlaf und allem. Mhm. Das geht schon, zehrt schon. Ja, aber jetzt sind wir endlich mal wieder in ruhigerem Fahrwasser. Langsam, aber sicher. Ja, ganz entspannt gleiten wir Richtung Donnerstag. Wir wollten noch auf die Scorer schauen, auch in diesem Zeitraum. Wir hatten es ja gerade auch vom Yasin. Also der ist in dem Zeitraum auf Platz 5 mit 11 Punkten. Hat ja bis der hat zum 12 Spiele Scoring-Streak bis vergangenen Freitag gegen Frankfurt. Ja. Und Frankfurt unter den Top 7, die gleichen 3, die man, glaube ich, seit Saisonbeginn immer wieder sieht. Mhm. Mit Bock, Rowney und Ranford. Ranford, der jetzt nach Verletzung wieder zurückkam. Aber Bock ist schon auch brutal, was die da in bester Torschütze der Liga. Das ist Wahnsinn. Was die da in Frankfurt veranstalten, ist nicht verkehrt. Ich finde, was auffällt, ist Wayne Simpson auf der 2 mit 14 Punkten. Jetzt aber raus. Und nur Assists. Verletzt. Und jetzt verletzt raus. Aber also, ich weiß jetzt nicht, fällt euch irgendwie ein Spieler auf, der euch da jetzt, der sozusagen raussticht, wo ihr sagt, ui, wo kam der denn jetzt auf einmal her? Spontan gesagt, jetzt mal von den Top 10, 15. Wo der herkam, jetzt nicht. Der war schon auch zu sehen, aber wer natürlich eine starke Saison spielt, ist Maxi Kamara zum Beispiel auf der 9. Ja, 7 Tore aus 9 Spielen in der Zeitraum. Das kann man mal machen, ne? Die 9 Punkte, ja genau, 7 Tore.
Ja, ansonsten die üblichen Verdächtigen eigentlich so mit dabei. Ja, absolut. Aber drei Nürnberger unter den Top 15, das ist ja weil wir ja auch diesen Sprung gemacht haben. Jetzt gehen wir ganz kurz, Mikey, auf die normale Scorerliste, also rund um die aktuelle Phase, also alle Spiele. Ja, lass mich kurz nur mal hier. Das sind alle Spiele hier. Also alle Scorer nach Punkten. So. Soll ich nach Torschützen sortieren oder nur Punkte? Nee, das passt schon. Da sieht man dann eben auch ein paar andere Namen drin, die dann nicht gepunktet haben. Ich glaube, Torreson auf der 4 zum Beispiel haben wir jetzt nicht gesehen. Möbels war nicht dabei. Möbels auch, genau. Also Berlin eigentlich gar nicht vorhanden. Ja. Matthias Plachter war nicht mit dabei. Ja. Taylor Lear war da nicht mit dabei. White habe ich jetzt auch da oben nicht gesehen vorhin. Richtig. Nee, Aubry glaube ich auch nicht. De Sousa auch nicht. Ja. Also ja, das ist... Aber Chris De Sousa hat jetzt wieder ordentlich zugeschlagen mit Hattrick, meine gestern. Ja. Das ist heute Montag, gestern. Die All Kings, so hat er sich ja selbst genannt. Ne? Es läuft wie in Öl geschmiert oder wie mit Öl geschmiert, hat er gesagt. Musste. Gut geölte Maschine. Und trotzdem, auch wenn wir ja sagen, es geht wieder ein bisschen gemächlicher zu, so ein fast bisschen Yoga in den nächsten Wochen in der DL. Aber es ist eine echt heiße Phase, denn es sind nicht mal mehr 20 Spiele bis zum Ende der Hauptrunde. Ja, und da stellt man sich natürlich immer die Frage, wo führt das hin? Also tabellarisch oben können wir da, ich will jetzt nicht die Spannung rausnehmen, aber gefühlt kann man da fast einen Deckel drauf machen, so auf Platz 1 irgendwie. Das wird sich München nicht mehr nehmen lassen, dafür sind sie zu souverän. Augsburg sage ich schon. Ingolstadt hat jetzt gerade so ein bisschen das Problem, dass sie sehr viele Verletzte haben. Das könnte in der Schlussphase für... die Panther vielleicht noch ein Problemchen werden, aber sie haben natürlich trotzdem ganz gut etabliert. Genau, sie haben natürlich einfach viel Fettpolster sich angefuttert. Es wird schon verdammt spannend, so um Platz, ich würde sogar ab Platz 8 bis runter, Mikey, können wir da noch mal ein bisschen bis 12. Aber auch die ersten 6, ich meine, sind ja nicht durch, also 5, 6, oder? Ich sag dir auch, ich glaube ja, und ich habe sie gestern sehr stark gesehen in Nürnberg, ich glaube, dass die Eisbären nochmal angreifen um Platz 10, weil die haben... Glaubst du wirklich? Ja, ich glaube es wirklich, weil ich finde die Qualität, die Mannschaft weiterhin hat, finde ich gut. Und wenn die nur annähernd so ein bisschen weiterspielen, wie gestern zum Beispiel in Nürnberg, dann glaube ich, dass die dann nochmal einen Lauf starten können. Du meinst, das ist einfach... Das ist doch wieder typisch Berlin. So ganz typisch ist es nicht in Berlin, aber... Ja. Aber ein Selbstverständnis sollten sie eigentlich haben, was natürlich verloren gegangen ist, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich habe ja gestern das Interview gemacht mit dem Sportdirektor, mit Stefan Richer, der ja auch davon sprach, wir glauben dann irgendwann schon nochmal wieder an die 10. Da habe ich ja durchaus etwas kritischer nachgefragt, weil ich es ihm ehrlicherweise nicht... Ja, weil du so ein Wadenbeißer bist. Der Berti Vogts, der Sportberichterstatter. Der Eishockey-Journalie. Nein, weil ich natürlich sagte, hey, es ist nicht lange her, da hat euer Geschäftsführer gesagt... ja, wir arbeiten auch mit dem Abstiegsszenario. Auf einmal bist du wieder bei Platz 10 vielleicht von der Denke. Ich verstehe, was er meint und ich verstehe ihn auch. Ist nicht so, als wenn ich das jetzt nicht mir vorstellen kann. Natürlich können die Eisbären das packen. Ich dachte nur, sie kommen gerade auch wieder von der Niederlage von 2-4 gegen Düsseldorf. Wir haben das ja in der Sendung auch thematisiert, seit dem 9. Oktober nicht 2 Spiele in Folge gewinnen können. Ja. Da bist du für mich gerade nicht in einem Zustand, spielerisch und auch mental übrigens, als dass du sagen könntest, Platz 10 ist für mich schon noch drin. Also für mich ging es erstmal darum, heb dich da hinten ab als Eisbären Berlin. Du hast Schwein. Auch ein bisschen muss man sagen, dass Augsburg es hinkriegt, noch mehr zu verlieren oder Spiele nicht zu gewinnen, die eigentlich schon gewonnen waren. Ja, ne? Großes Problem. Und deshalb ist das ja auch mal Muzzle. Hätte da von hinten noch jemand mehr gedrückt, hätten die Eisbären ja durchaus in dieser Phase, wo Augsburg jetzt diese 4 Spiele hatte, mehr Probleme bekommen. Da wäre der Abstand geringer gewesen. In denen Augsburg immer eine Chance auf den Sieg hatte im Übrigen. Genau, ja. Und das, und deshalb war ich da ein bisschen verwundert, kann das aber nachvollziehen, dass man natürlich als deutscher Meister eigentlich sagt, okay, komm, wenn wir jetzt einen Lauf starten, wenn es jetzt mal rollt, na klar, denkt man an Platz 10. Ja. Das ist mir schon klar. Und dass die Mannschaft das spielerisch und von der Qualität der Spieler drauf haben muss, ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Ja. Ja. Aber spannend. Also es wird sicherlich vor allem, und das ist ja eigentlich ein mega Matchup, auf Augsburg gegen Berlin ankommen. Oder Berlin Augsburg. Die spielen Augsburg. Am Freitag und die spielen insgesamt noch 3-mal in dieser Saison gegeneinander in der Hauptrunde. Auch das ist 9 Punkte zwischen diesen beiden, die noch vergeben werden. Ach stimmt, die haben nur einmal in Augsburg gespielt. Die haben nur einmal gespielt bis jetzt. An Augsburg stand jetzt ja auch 2 Spiele weniger als Berlin. Also das ist mal kurz das Programm hier für die nächsten Tage. Donnerstag
Elis, Yassin mit München gegen Schwenning daheim und dann Freitag hast du schon gesagt, Berlin gegen Augsburg. Das Nonplusultra-Duell, wenn du es dir so überlegst. Ja. Aber ja, also Augsburg, durchaus ein Thema für die Konferenz, Mikey. Das könnte man sich überlegen, ja. Die gucke ich mir an. Nee, doch, da schaue ich zu. Aber ja, es sind 9 Punkte zwischen Augsburg und Berlin, aber man muss auch sagen, zwischen Berlin und Iserlohn sind es an sich dann, wenn man so sieht, auch nur 10. In Anführungszeichen. Mhm. Also wenn Berlin mal jetzt mehr als 2 am Stück gewinnen kann, ist das, glaube ich, also die Mannschaft gehört einfach auch nicht da unten hin. Das meinte ich ja. Ne? Wenn, ja. Und das sagt man halt schon so oft und schon so lange. Und jetzt reden wir natürlich über mehr als 2 Monate. Ja, keine Ahnung. Ja. Und du hast es ja auch eingeordnet und 60 Minuten kommentiert. Die haben ja gut gespielt gegen Nürnberg. Das war ja schon auch eine Leistung, korrigiere mich, ob ich es richtig erkenne oder gesehen habe, wo sie es geschafft haben, auch mal defensiv weniger Fehler zu machen. Natürlich waren sie oft auch unter Druck und sie haben 5-3 gehabt, wo auch Ancicka einfach ein geiles Spiel abliefert, sodass du auch ein bisschen diese Performance von ihm brauchtest, dass da nicht mehr passiert. Du bist echt gut. Nee, ich fasse gerade zusammen, weil mich das schon beschäftigt, weil ich finde das einfach ein brutal spannendes Thema in der Liga. Also es sind die Eisbären Berlin, es ist ein amtierender deutscher Meister. Ich kann dir auch sagen, dass, ich weiß wieder nicht auswendig, aber ich hatte es gestern noch auf der Pfanne. Ja. Ich sagte, dass erst 4-mal ein amtierender Meister den Einzug in die Playoffs verpasst hat. Ah, okay. Ich guck mal in die Datenbank. Ja, schau mal rein. Schwede, das ist ja, genau. Du das? Der heilige Gral. 97 die DEG, 2004 Krefeld als Meister und 2007 und 2014 auch die Eisbären Berlin. Allerdings haben die erste Playoff-Runde noch gespielt, aber warum, dann halt nicht ins Viertelfinale. Und warum gekommen. Schreibst du das in Schriftgröße 3, dass ich das nicht sehen kann? Schau mal, weil ich hier, das sind Tapeten voller Informationen. Wie soll ich das unterkriegen mit einer größeren Schrift, mein Freund? Ja, Wahnsinn. Naja. Sind wir gespannt. Also vor allem auf dieses Spiel am Freitag, aber auch auf alles Weitere in der Konferenz. Die machst du? Ja. Die klang gerade so. Ja. Ah, okay. Ja. Mit Mikey und auch dem König den Olaf von Urlaubanien, ja. Ah, ja. Also ich sag mal so, ich versuche eine Ich krieg Sendung. Vom Liegestütz machen Krampf hinten im Oberschenkel. Der Körper ist echt Den haben wir jetzt geschändet, das ist super. Aber weil wir es gerade von dem Kollegen Goldmann hatten, ich habe da vorhin ein Bild gesehen und wir hatten es ja wegen Videobeweis und Situation Room. Dafür müsste man die unsere drei Gesichter einmal, glaube ich, kurz rausnehmen. Bietet sich als Supervisor für den Videobeweis an. Ja, definitiv. Ich glaube, auch aktiv. Also es gibt schon Gerüchte, dass da viele Mails schon bei der DL eingingen. Ist auf jeden Fall HD. Und auch von da, das ist eigentlich der Situation Room, finde ich, oder? Der sollte da gelagert sein. Er wäre für diesen Herrn auf jeden Fall der passende Situation Room. Ja. Da könnte auch immer wahrscheinlich so oben ohne vom Plakat, so ein Meersplakat. Der muss da natürlich nur aufpassen, nicht das. Das stimmt. Ja. Naja. Aber er ist ja zurück. Und irgendwo freut es uns ja auch. Ja, müssen wir leider dann nochmal zugeben. Müssen wir dann zugeben. Irgendwann vermisst man den Vogel ja auch. Wenn der 2 Wochen weg ist, ist schon lang. Ohne Talk, ohne Telefonieren, ohne Quatsch reden und so. Ist schon hart. Keiner, der einen bestimmt. Er ist uns schon ein bisschen ans Herz gewachsen. Dieser Lümmel. Hat auch nur über 10 Jahre dafür gebraucht. Ja. Aber man vermisst ihn und man vermisst ihn nicht, sozusagen. Genau. Und wir haben noch eine lustige Geschichte. Die Hölle. Wir haben nämlich wir müssen gratulieren. Wir müssen einem Eishockeyspieler gratulieren. Elvis Presley hatte gestern Geburtstag. Das ist richtig. Habe ich in meinem Kalender stehen. Ja. Dass wir das gestern nicht zelebriert haben. 8. Januar 35. Ja, ich weiß. Können wir auch an Bastis Frisur erkennen. Wer ist denn sonst das ist jetzt was anderes. The Quiff. Zu Ehren. Genau, wir haben, wenn man meinen Laptop anschaut, wir müssen Markus Weber zum 500. DEL-Spiel gratulieren. Und wir haben uns natürlich ins Zeug gelegt. Das habe ich nicht gemacht, das hat der Kollege gemacht, der deutlich viel mehr Geld dafür bekommt. Nämlich wir als Magenta Sport und als die Eishockeyshow gratulieren natürlich Markus Weber zum 500. DEL-Spiel, was Nürnberg heute auch gemacht hat. Über gestern, das weißt du mehr, Basti. Aber ja, das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir haben den gefeiert gestern noch, den Markus.
Ich habe ihn dann natürlich auf dem Eis interviewt. Unglücklicherweise stand es da, glaube ich, gerade 0-2, oder? Oder 0-1 auf jeden Fall. Nee. Nach dem zweiten Drittel? Da war es 0-2. Ja, nach dem zweiten habe ich, glaube ich, gemacht. Genau. Deshalb war das irgendwie ein unglücklicher Zeitpunkt. Ja. So zum, hey, Glückwunsch. Du hast aber trotzdem Spiele gesagt, super. Ja. Ja, weil man es ja auch erwähnt, ist ja klar. Sollen wir den noch schnell anrufen und kurz gratulieren? Super. Um die Uhrzeit? Vielleicht. Der muss doch schlafen. Nee, die haben heute, die haben... In die feiern Nürnberg. Sein 500. Spiel. Nein, das feiern die nicht. Der gibt eine 500 es, gibt erst, es gibt ja erst, Nürnberg feiert das 521. Spiel von Markus Weber, weil es dann das 500. für Nürnberg ist. Mhm. Zu viel Zahlen. Auslegungssaal. Ja, man hätte ob wir da den Videobeweis anfordern müssen, ich weiß es nicht genau. Ich finde, Markus Weber hätte es verdient gehabt, dass man ihn zweimal abfeiert. Habt ihr draußen die Nummer oder muss ich ihn anrufen jetzt schnell? Ist die Frage an die Regie? Oh, Frage an die Regie. On Air immer gern gebraucht. Frage. Hallo Outback. Ist da noch wer in der Regie eigentlich? Frage oder an die haben Regie. Die schon allein gelassen wieder. Die sind eingepennt. Könnt ihr Markus Weber anrufen oder muss ich das schnell hier machen? Ich mache es schnell, weil der hat auch gesagt, sie sind irgendwo im Keller und es kann sein, dass er keinen Empfang hat. Ich schalte ihn mal auf laut, vielleicht hört er. Wir müssen übrigens hier noch das. Das wollten wir eigentlich mit Yassin machen, weil die sich ja auch gut kennen. Den Tonbeutel hier. Hört man das irgendwie? Hört ihr das im Ohr? Ja. Hallo, hier ist geht man nicht. Ja, das war denkbar. Wir haben auch sogar Live-Bilder übrigens aus dem Nürnberger, Nürnberger Keller. Okay, da hat er keinen Empfang, ist klar. Ja, oh, aber guck mal, wer hier mitsingt. Das ist der Wahnsinn. Ladies and Gentlemen. So, was ist das? Deutschland sucht den Superstar, oder was? Scheinbar. Schauen wir mal. Aber dann gehen wir noch mal mit Deutschland Tom? Sucht den DEL All-Time Topscorer. Das müssen wir natürlich noch gefunden. Guck mal, Tom Rowe geht komplett steil. Ja, und der Kofi auch, schau. Und die Spider-Murphy-Gang. Aber mit dem HSV-Instrument hier, das ist doch die HSV-Raute. Oh, der Mikey ist so aufmerksam, war. Das sah echt nach da raus aus. Hier ist nur leider der Name des Instruments nicht angefallen. Aber das muss man jetzt hier. Zerquetschen. Da, das ist doch, also... Ja. Die singen oder ein Münchner Lied mit Hamburger Instrumentlo. Das ist, also, und das in Nürnberg. Sehr kritisch. Nürnberg weltweit. Das ist doch wieder typisch Berlin. Ja. Fast. Oder Nürnberg, eins von beiden. Ja, also der Markus leider nicht erreichbar. Ja. Ich bin gleich auch nicht mehr erreichbar, weil ich muss nämlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren. Also wenn wir jetzt noch eine Stunde senden, könnte es sein, dass ich hier penne, da auf dieser Couch. Müssen wir den Überraschungsanruf auch wieder verdrücken für die nächste Show. Wir müssen ja auch noch zwei Themen besprechen, weil wir Markus Weber gratuliert. Wir gratulieren aber auch Mikey, Lukas Reichelt. Ja. Oh ja. Wir haben ja eben schon mal kurz Richtung NHL geschielt, beziehungsweise Richtung First Draft Pick Connor Bedard. Aber Lukas Reichel ist wieder dabei. Für Chicago hat er gespielt. Genau, hochgeholt worden. Und das Calgary, 3-Punkte-Spiel und erstes NHL-Tor. Genau, das ist jetzt sein Assist zum Overtime-Winner. Den haben wir jetzt gerade auf die Schnelle uns hingelegt. Aber ein würdiger Abschluss auch für eine 3-Punkte, für einen 3-Punkte-Abend. Ja. Gab mal wieder was zu feiern für Chicago. Auch nicht, ist auch richtig. Ist auch nicht verkehrt, wenn du als Spieler dann in der Overtime mit den Kollegen spielen darfst. Ja. Aber ja, also ich persönlich dachte mir so, okay, Reichel ist eigentlich, glaube ich, mittlerweile schon zu gut für die AHL, wenn man sieht, wie der da performt. Aber es halten sich ja die Gerüchte eben, dass Chicago nicht zwingend besser als der letzte Platz werden will, um einen möglichen Bedarf. Ja, aber da gibt es ja auch die Lottery. Man kann ja nicht absichtlich Letzter werden, das ist ja nicht mehr. Nee, aber dann das würde Spaß machen, glaube ich. 25% oder sowas in der Lottery. Aber es würde, glaube ich, Spaß machen mit Lukas Reichel und Connor Bedard. Vielleicht in einer Reihe, man weiß es nicht. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch. Cool. Glückwunsch. Ja, also was war mal mit dem vom Yassin unterzeichneten Wer kann das gewinnen? Muss ich mir noch überlegen. Wurde auch schon gefragt hier. Kann mir überraschen. Wussten ja nicht, dass hier auf einmal was ist eigentlich ein Kissenbezug? Könntest du den Kissen aus, reinstopfen, ja? Gib mal das Pantherkissen kurz. Oh, dünnes Eis. Dünnes Eis, Panda. Der Bulle verspeist den Panther und da ist er weg, der Panther. Uiuiui. So. Emotional Damage. Jetzt will es kein München-Fan mehr, weil du es mit Augsburg in Berührung gebracht nur hast. Nur zu Demonstrationszwecken, liebe Fans. Aber es ist ein Kissenüberzug. So könnte man es machen. Du kannst auch... Du kannst da Schuhe reintun. Ein Schuhbeutel oder
Ja. Kannst du auch einen Laptop reintun. Geht auch. Geschirr. Packe wieder aus, jetzt komm. Das, ja, das ist ja gut. Jetzt. Meinst du, ist für beide kein guter Vibe? Chihuahua passt da bestimmt auch rein. Au. Hallo, jetzt wird's aber. Weißt du, ich setze mich... haben wir schon was? Das war vermutlich der erste Schritt zur ganz großen Fanfreundschaft. Das kann natürlich sein. Verlosen wir es? Ja, würde ich sagen. Komm, hau mal raus. Ich hätte jetzt spontan gesagt, während Sascha nachher nach Hause fährt, dass er nicht öffentlich fahren muss, kriegt das. Aber das wollen wir nicht. Weiß ich nicht, was haben wir denn Sinnvolles noch? Was haben wir denn noch? Gar nicht so leicht. Wer als erstes Tschüss und vielen Dank auf Türkisch reinschreibt, gewinnt das Ding. Ich weiß noch nicht mal, was es genau heißt. Ja, aber ich habe ihn mir dann schon lange aufgeschrieben. Ich wollte den Yasin eigentlich so verabschieden, habe es aber vergessen. Oh Mann. Oh. Für der Sauerstoff war nicht ganz da. Der super schlau. Der Sauerstoff war nicht ganz da nach den Liegestützen. Deswegen habe ich ja vorhin noch nach dem Ablaufplan gefragt. Nicht um reinzuschauen, sondern nur um mir noch Sachen aufzuschreiben. You only had one job. Ja, der Ball lag auf dem Punkt. Kackt. Also dann mach mal, wer als erstes Tschüss auf... Nee, was war's? Tschüss und? Tschüss und ich glaube, vielen Dank, aber ich weiß es nicht. Das ist jetzt auch dünnes Eis. Das ist sehr dünnes Eis. Lass uns doch beim Sportling bleiben. Der uns als erstes schreibt, welcher Spieler in der deutschen Eishockey-Liga bis hierher, bis zu diesem Spieltag, bis heute 9.1. die meisten Pässe in der Liga gespielt hat, der gewinnt. Die meisten erfolgreichen Pässe natürlich, also die angekommenen Pässe. Wo ihr das nachforschen könnt, das sagt euch Mikey. Ja, aber ganz ehrlich, nee, also wenn es jetzt hier zu einfach. Jetzt geht es um Ratespiel, da komme ich ja nie weg hier, bis es einer rausgefunden hat. Keine Ahnung. Aber Baguette-Boden schreibt übrigens, das ist kontaminiert. Ich weiß jetzt nicht, ob er das meint oder das Kissen meint oder sie. Aber wir können ja. Ich habe gesagt, da bist du auf dünnem Eis unterwegs, Sascha. Vielleicht will es keiner mehr haben. Während wir noch warten, bis hier die ersten Antworten kommen, können wir ja noch auf noch ein Highlight aus Nordamerika, ein deutsches Highlight gucken. Ja. Nämlich ein gewisser Tim Stützle hat einen Hattrick beim letzten Spiel gegen Seattle fabriziert. Ich glaube, es ist sein erster in der NHL. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ja, ich bin mir nicht sicher. Aber also da ist auch sehr dünnes NHL-Eis, ja. Aber Hauptsache Hattrick Tim Stützle, würde ich sagen. Ja, also genau. Es kommt hier schon einiges rein jetzt, wer es ist. Ja. Ich glaub, kurz noch dazu, er war ja kurz verletzt, ein paar Spiele war er raus. Genau, eine Woche Wegen Schulter. Und hat jetzt aber wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Tatütata, mein Freund. So sieht's aus. Das war jetzt das erste Tor von Kitschak. Das ist vielleicht ein bisschen ein glückliches, aber am Ende vollkommen egal. Aber ja, ich glaube, Stützle findet immer besser rein. Ist die Stütze. Stützler. Stützle ist die Stütze im Team. Ja. Also ich sehe viele Namen hier. Wayne Simpson. So. Nein, ist es nicht. D'Souza, Hager, McKiernan. Hier kommen ganz viele Namen reingeflogen. Ortega, Browning. Nöbels. Ich würde auch einfach mal Namen reinschmeißen, wenn man es nicht weiß. Du hast ja so ein paar Kandidaten von. Wo du von ausgehen kannst, okay. Okay, wir können ja. Die machen vielleicht einen ganz guten Spielaufbau, oder? Es ist ein Verteidiger. Grenzen wir es ein. Okay. Weil ich muss ja, wie gesagt, die Öffentlichen kriegen. Ja, ich fahre dich hin. Also, es ist ein Verteidiger. So, die meisten angekommenen, perfekt und erfolgreich gespielten Pässe bislang in der deutschen Eishockey-Liga. Es sind 1357. Wer hat dir das aufs Ohr gesagt? Ja, meine Soufflöse. hier kommt Boyle, Abelshauser. Gogula, Ferdal. Nee, das ist kein Verteidiger. So, jetzt reden Redmond, wir über Verteidiger, Leute. Juba. Also hier wird jetzt einfach jeder Münchner Verteidiger aufgezählt. Vielleicht ist der Richtige dabei. Vielleicht. Daubner, Brandt. Es ist kein Münchner Spieler. So viel können wir sagen. Und es ist ein Verein aus... Grenzen wir ein jetzt langsam. NRW. Aus NRW. Na, da schau an. Jetzt gucken wir. Hier kam gerade Brugiser, ist die 2. Also knapp vorbei. Das wird spannend. Boah, ja. Ist das spannend. Es ist ein Verein und dementsprechend auch ein Spieler, der aktuell bei einem Verein in Nordrhein-Westfalen spielt. Ob das jetzt ein Hinweis war, man weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Oh, Danny Kneif sagt Balen, Nick Balen. Damit steht unser Gewinner. Und ich glaube, er ist der schnellste. Bei Danny Kneif.
Bist du langsam in der Timeline? Ich glaube, das ist der erste. Kneif Danny bailen. Korrekt. Stark. Danny Kneif, für dich wichtig. Screenshot davon mit deiner Adresse an das Magenta-Phone schicken. Die Nummer wird gleich nochmal eingeblendet hier. Sascha liest sie euch dann vor. Und dann kriegst du dieses Highlight du zugeschickt. Liest sie jetzt vor. Ich lese sie vor. 0175-681-7248. So nehmt ihr seid mit dabei. Richtig, Screenshot an die Nummer schicken und dann wird dir dieses signierte... Von Yasin. Der signierte Bezugtasche nutzt es, wofür jetzt immer du jetzt habe ich wieder das Wichtigste vergessen, was wieder los war an diesem Wochenende. Meine Güte. Was war denn los? Ich wollte den Yasin, wenn auf der schon Namen hier sitzt, auf den Namen ansprechen, weil es ja in den Foren und überall zuging, warum Yasin Elitz und nicht Yasin Elis. Mhm. Und ich hatte neulich mit ihm gesprochen und habe das jetzt aber vergessen, ihn hier zu fragen. Sag auf Türkisch mal. Hat er mir gesagt, würde der Name sogar Echlitz heißen und auf Deutsch so ausgesprochen, wie es für ihn ist, okay ist, Yasin Elitz, also mit Z und nicht mit S hinten. Okay, und also das hätte er gerne, wenn man es korrekt so aussprechen korrekt möchte. Ausgesprochen, genau. Ja, nee, man kann sich ja dem Wunsch dann richten. Genau. Das ist ja ganz oft bei vielen Sportlern so, auf einmal wird einer 10 Jahre so ausgesprochen, da hat man ihn selber mal gefragt und meint, nö, eigentlich heiße ich anders, genau. Aber war mir immer egal. Kommt schon öfter gibt's mal vor. Auch, ja. Ja. Okay, also, und Yasin oder Yasin? Nee, Yasin. Yasin. Ja, ja, okay, das ist ja. Yasin. Ja. Gut. Man hätte ihn noch mal interviewen man hätte können. Aber du fragen hast ja, können, wenn ja, der du hast da ja sitzt. Schon gefragt. Du hast ja schon ich hatte gefragt. Ihn schon mal vor längerer Zeit Bildungsfernsehen, die Eishockeyshow. So, also. Oh, der Anspruch auf Vollständigkeit. Danny Kneif mit dem Mitbringsel von Yasin geht dann nach Hause aus dieser Show raus. Erbärmlich. Wirklich. Wir haben Basti Schwele gebrochen, übrigens. Oh. Ja. Der Mats. Wir müssen, liebe Leute, und das ist auch noch wichtig, nochmal auf die Spendenaktion hinweisen. Ja, und das ist enorm wichtig. Hannover Indians, weil bei Jan Dalgic, ja, dem Torhüter der Indians, ein Tumor diagnostiziert wurde. Der Junge ist 25 Jahre jung und ist eine Spendenaktion, die natürlich noch läuft. Es ist schon sehr, sehr viel Geld und das ist klasse zusammengekommen durch die Eishockey-Community. It's the save of his life. Ja. Auch ein interessantes, aber auch wichtiges Wortspiel in diesem Zusammenhang, weil nämlich genau darum geht es, um sein Leben, um nichts anderes. Und dementsprechend, wer da mitmachen möchte und spenden möchte, es vielleicht auch schon getan hat, danke dafür, sagt, glaube ich, die ganze Family und er selber und die Hannover Indians drücken da weiter auf die Tube und alle Infos sind auf der Homepage auch bei den Indians zu sehen. Genau. Homepage, Instagram, alle Social Media Seiten. Geht auch ganz schnell über PayPal, kann man da sehen. Ja. Da ist es wirklich in Windeseile gemacht. Fight and win, Jan. Da drücken wir natürlich auch die Daumen hier von der Eishockey Show. Also, schön zu sehen, aber dass auch die Community zusammen. Ja, genau, das sieht man, dass das immer wieder funktioniert in diesen besonderen Situationen. War auch bei der Geschichte rund um Red Rakshani zu sehen, dessen Frau krebserkrankt ist. Genau. Und wo auch schon, glaube ich, sehr viel Geld zusammengekommen ist. Für die Untersuchung, die natürlich dann über die Maße hinaus sehr, sehr viel Geld kostet. Logischerweise. Genau. Und hoffentlich auch anschlagen. Genau. Also wir drücken die Daumen und sagen dann natürlich auch danke fürs Zusehen. Ich glaube, wir können... Jetzt schon? Ja, es ist 21.33 Uhr. Ich wollte jetzt eigentlich schon im Bus sitzen. Okay. Aber wenn du den Fahrer machst für mich, das ist fair. Ja. Nicht nach Hause natürlich. Hast du dir verdient. Und hier fahren die Bahnen und alles nicht so lang, denn wir sind ja nicht in... Das ist doch wieder typisch Berlin. Ja, das stimmt. Da fahren die länger, oder was? Da fahren die länger, hier nicht so lang. Okay, gut. Stadt, Provinz. Da machen wir den Deckel drauf auf diese Folge der Eishockey-Show. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke wir danken euch. Natürlich auch nochmal unseren beiden Gästen heute. Also Yasin, dass er hier war, live im Studio. Dass er uns im Tischtennis hat gewinnen lassen. Genau. Gab übrigens auch noch den Einwand, wir hätten auch noch Rundlauf spielen können. Das stimmt. Das stimmt. Ja, den Gedanken hatte ich leider nicht, aber...
wir wollten ihn jetzt auch nicht mit einer dritten Niederlage gehen lassen. Das jetzt deswegen habe ich ihn auch bei den Liegestützen noch gewinnen lassen. Wir rauben dem ja komplett die Confidence. Stell mal vor, der scoret jetzt auf einmal nicht mehr. Dann lag es daran, weil wir den im Tischtennis vernichtet haben. Also. Wir hatten das schon mal bei Tsumoto. Viel zu schlechtes Omen. Aber auch der scoret wieder. Genau. Und danke nochmal an Benjamin Hoppe. Ich finde, das waren interessante Eindrücke rund um die Arbeit des Schiedsrichters und auch die Art und Weise, wie manchmal eben auch was scheiße laufen kann, auch wenn es nicht scheiße laufen soll. Richtig. Aber auch das passiert im Leben, ist menschlich und wir haben ja auch ein bisschen was aufgearbeitet, wie das vielleicht in Zukunft verbessert werden können. Ja, du musst uns nicht mehr nerven, du darfst beim nächsten Mal wieder mitmachen. Ja, alles klar. Gut, Ricky, danke, ciao. So, jetzt schicken wir euch in die Nacht mit noch ein bisschen Empfang meinen Strahl. Genau. Wir schicken euch nochmal die Energy für die kommende Eishockey-Woche. Donnerstag geht's weiter mit München gegen Schwenningen, hier live bei uns bei Magenta Sport. Am Freitag gibt es dann die große Konferenz, unter anderem mit diesem interessanten Spiel Eisbären Berlin zu Hause gegen die Augsburger Panther. Aber nicht nur das, was sonst noch passiert, sagen euch dann Basti und Mike, denn die sind verantwortlich für diese kleine Show. Viel Spaß euch, Jungs. Ja. Ich sitze auf der Couch, guck zu. Das. Wie es sich für Pensionäre gehört. Ja, und die längste Abmoderation der Welt hast du natürlich auch wieder. Aber die habe ich doch mal. Sowas von exklusiv, wenigstens irgendwas. Macht's gut, danke. Ciao. Und für alle, die sich das noch anhören, ihr seid irre. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Top 10 kommt noch. Oh ja, Top 10! Auf! Jetzt ist er drin! Da ist das Tor, Luca. Auf, fasst sich ein Herz, geht gut hinterher. Und was er wirklich gut macht, hier bremst und nimmt dann den Schuss. Und ja, klar, von der Latte oben rein. Ja, super geschossen. Ja, das ist den Strahlmeier, der gerade noch einen Schläger vom eigenen Mann gegen die Maske gekriegt. Und der passt ja. Kein Haar hat er mehr dazwischen gepasst. Er hat das Maßband rausgeholt. Wow. Jetzt wird ausgespielt und das ist die perfekte Position für Köln und das Tor durch Brady Austin. Super Schuss. Spiel läuft weiter, Fox steht, Spiel läuft, Novak und im Gegenzug die Führung für die Eisbären, Leo Pföderl. Und das macht aber Pföderl genial mit dem Rücken zum Tor. Fälscht er die Scheibe unhaltbar. Wenn Sie hier 0-Gegentreffer gerne mitnehmen, aber noch ist es nicht ganz durch. Da ist die Gelegenheit und da ist tatsächlich das Tor. Der Ausgleich durch Dominik Uhr. Assist, Muckisser, dann der Pass vors Tor. Wieder holt er sich den Puck. Und was ein Zusammenspiel zwischen Ranford und Bock. Ranford mit dem No-Look-Pass und Bock zieht ganz außen wieder vors Tor. Ein überragender Spielzug. Schlenker von Kaffner bleibt in Scheibenbesitz. Guter Pass. Oh, was für ein Save von Jenicke. Wahnsinnstat von Eselons Goalie. Ist das unglaublich. Diese Tat von Andreas Jenicke. John Murray, mach sie rein. 4:3 heißt es am Ende, weil John Murray eine Bewegung macht und dann frei steht. Und David Wolf. Oh, durch die Beine! Und was ein Tor! Was ein Tor von David Wolf zum 0:1. Weber durch die Beine und mit der Rückhand vorbei. Der passt genau. Die Slowaken stehen K.O. Bedard! Tor! Connor Bedard mit dem Game-Winner in der Verlängerung. Und es kann nur er machen. Und es ist unglaublich, wie er sie austanzt. Die sind alle nicht stehen K.O., sondern die liegen am Boden.
Dann tanzt er den ersten aus, tanzt den zweiten aus. Nemitz kommt gar nicht mehr rein, weil er nicht mehr kann. Und Bedard legt sich die Scheibe auf die Rückhand und entscheidet dieses Viertelfinale.